So, liebe Anka-Zuschauer, recht herzlich willkommen zur 65. Folge hier bei uns auf der Landerzoom. Und die beginnt natürlich direkt erstmal mit dem Kratzer an der Maschine. Ah, so, Sir Frogger, guten Abend. Ein bisschen Stroh könnten wir noch reingeben. Ansonsten sind die Tröge nämlich ganz gut gefüllt, tatsächlich. Oh, wieso schaltet hier die Lastschaltstufe nicht? Hä? Warum schaltet die Lastschaltstufe nicht? Jetzt wird's wild. Belegt ist es doch aber. Geh mit Einstellungen. Grube hoch. Grube runter. Hä? Oh, das ist aber merkwürdig. Geht nicht mehr. Meine Lastschaltstufe geht nicht mehr. WTF. Das ist ja krass. Hä? Nee, warte mal, also... Das geht auch nicht? Ich bin, What? Wenn ich nach Lauing komme, will ich ein Autogramm von Dirk. Dirk ist nicht da. Oh gut, okay, das müssen wir natürlich erstmal ranmachen. Und Dirk kommt dieses Jahr nicht. VCA hilft bei dem Schalten und den Getriebearten, kommt eine ganze Ecke gerissen. Mit VCA hat mit dem Getriebe eigentlich gar nicht viel zu tun. Aber ja, VCA ist alleine durch das Heben und Senken der Hydrauliken getrennt voneinander eine schöne Sache. Von mir, ja, ich habe ja extra neue Karten doppelt bestellt. Leider doppelt. Weil ich habe ja im Vergleich zum letzten Mal eine Brille jetzt dazu bekommen und das hat mich natürlich getriggert und dann musste ich nochmal neue Autogrammkarten bestellen, denn letztes Jahr gab es doch etliche Leute, die Bock auf eine Autogrammkarte hatten. Fand ich natürlich sehr schön und auf Anraten von der Buhr hatte ich dann auch welche gemacht. Zum Glück. Hier ist aber auch wild, also hier ist auch wild. Was hier alles schon wieder rumsteht. Das müsste ja auch mal weg. Wieso die Lastschaltstufen dort jetzt nicht gingen? Wir haben ja bei der Hof Bergmann drüben die ganze Zeit damit gearbeitet. Sehr, sehr merkwürdig. Katastrophe. Ja. Katastrophe. Sozusagen. Setz sie mal zurück oder so, das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein. Oh, dann nehmen wir die großen. Oh. Da kommt das Bild von meiner Frau weg und die Autogrammkarte hin. Das, oh, Rad. Gottes Willen.
Und dann schaffe ich es vielleicht noch mit dem Tuchel endlich sauber zu machen. Da hör was los. Also das, da wird, es würde auf jeden Fall etliches an Fragen aufkommen. Sicherlich. Mit denen ich nichts zu tun haben möchte. So, jetzt schieben wir den hier noch ein bisschen drauf. Sehr schön. Manchmal funktionieren Dinge halt auch im LS. Ich sag, du hast nicht. Genau das eben nicht, Allrad. Genau das eben nicht. Ein Schiff ist verloren. Damit habe ich nichts zu tun. Dankeschön. Nudelfanne. Nudelfanne. Wie wird denn das Wetter nun jetzt nächste Woche in Lauingen? Ich wünsche mir 15 Grad. Das wäre toll. Könnte man mir diesen Wunsch erfüllen, bitte? Wird ja wohl drin sein. 30? Na komm. Nicht. Nee. plus? Ey, euer Ernst? Oh, nee, ey. Heute 36, was? Ja, 15 ist doch geil. Komm, von mir aus auch 20, aber doch nicht 30. Wer braucht denn zu so einer Veranstaltung 30 Grad? Niemand, nobody. Hä? Ja. Wir hatten heute beim Dachdecken über 50 Grad auf dem Dach. Oh Gott. Das ist heftig. Respekt dafür. So, wie war denn das? Noch ein Stück vor. Dann wollen wir mal ein bisschen ausrichten. Und dann ging das doch irgendwie. Nee. Ja, mit dem hier. Wie gut, dass ich wegen Rippe krank bin. Hast du eine gebrochen? Oh, nicht doch. Gut, dass ich mir das nicht antue bei der Wärme. Och, Cebu. Geht doch nur mit Wasserschlauch und Handtuch. Na, das verdampft ja auch ruckzuck. Na, ich meine, das Dach strahlt ja auch irrsinnig ab, ne? Nur geprellt zum Glück. Eieiei, das tut aber auch schon gut weh. Naja, der Sommer geht los, ne? Also so richtig jetzt. Calimero! Bam, bam. Ach, Scheiße. Was nun? Grüß dich, mein Lieber. Also der 6M hier ist halt wirklich so die Problematik, dass wir ja dann doch recht häufig zurücksetzen müssen. Ich meine, wir tauschen den jetzt hier nicht mehr aus, also das sehe ich jetzt auch nicht, aber es häuft sich, ne? Wenn jetzt die Lastschaltstufen schon wieder nicht gehen und solche Geschichten. Kein Zimmer mehr bekommen und Zug war bei der Wärme 8 Stunden, vergiss es. Schade. Schade, Cebu. Schade, aber verstehe ich. Muss immer mal schauen, selbst wenn du dann doch noch irgendwie Bock hast. Ich denke, dass auch doch etliche Leute kurzfristig dann absagen und so weiter und so fort, ne? Aber 8 Stunden Zugfahrt, wenn die Klima oder so nicht läuft, ja, nee. Ich weiß auch nicht, aus welcher Richtung du kommst. Wo man sich einsacken könnte gegenseitig oder so, aber.
So, dann haben wir in beiden mal wieder ein bisschen Stroh drin. Und das ist gut. 9 Stunden im Zug. Boah. Bruder. Na, ich muss ca. 5 Stunden im Auto. Wahrscheinlich wären es mehr als 5 Stunden auf dem Freitagabend. Aber dafür reise ich auch Freitag an, da ist mir das egal. Tobsen1@gmail.com. Was war das jetzt? War das jetzt ein schlechter Zeitpunkt, um hier reinzukommen gerade? Nee, alles gut. Nee, alles gut. Soll ich wieder hochgehen? Ich dachte, ich wusste jetzt nicht. Nee, du kannst uns vielleicht helfen. Was denn? Es geht um Google Drive. Aha. Und zwar möchten wir beide zeitgleich an Tobi seinem Baby arbeiten. Ja. Und natürlich auch zeitgleich synchronisieren. Ja. Das klappt irgendwie nicht, nur wenn man ein Unternehmen mal kommt und hätten. Steht okay. Hier bei Google. Also ich habe quasi im Drive und an meiner Ablage habe ich halt einen Ordner angelegt. Hab da alles reingeschmissen, womit wir quasi arbeiten müssen. Ja. Und hab den dann freigegeben für Bjarne. Ja. So, Bjarne sieht das Verzeichnis auch, also den Ordner. Ja. Aber wenn er Änderungen vornimmt, dann lädt er das quasi nicht in Drive hoch. Weil ich das so richtig verstanden habe. Also er lädt es bei mir hoch, in meinem Drive quasi. Oder in meine Cloud, sag ich mal. Aber nicht dort, wo Tobi auch Zugriff drauf hätte. Merkwürdig, weil mit unserer Bürodatei. Na gut, wir haben keinen Ordner freigegeben, wir haben nur einzelne Dateien freigegeben. Aber da funktioniert das ja. Boah, keine Ahnung. Vielleicht muss Bjarne auch als Besitzer eingetragen werden. Du meinst diese Eigentümerrechte übertragen? Für diesen Ordner? Vielleicht? Ich arbeite so viel mit Google Drive nicht. Mit ins Grundbuch. Ja. So. Ja. So, du bist Mitbearbeiter, aber wenn ich jetzt die Eigentümerschaft übertrage. Ja, nur über den Ordner, ne? Ja, aber jetzt sagt er hier, sie bleiben der Eigentümer, bis die andere Person die Eigentümerschaft annimmt. Achso, dann ist nur Bjarne Eigentümer, okay. Ja, dann bin ich wieder raus, wahrscheinlich. Okay. Irgendwie. Digi, müssen wir nochmal gucken, müssen wir uns nochmal belesen. Ja. Ich bin nochmal kurz away, ich schmeiß mal eben Stream an. Jo. Jo. Zack. So, ich weiß nicht, 15:06 Uhr, was sagt denn die Wetterkarte hier? Oh, es bleibt schön. Also zur Not können wir dann auch, wenn es zu dunkel wird, einfach pennen gehen. Ja, top. Ich glaube nicht, dass wir heute viel werden. Ich habe es nicht im. Also mein Gefühl sagt mir, es werden nicht so viel. Ja. Ich glaube, wir werden heute bestimmt wieder. Ladwagen. Ja. Jo. Ist auch entspannt. Ja. So, genug geflogen. 69:30 Uhr, was ist denn das denn wieder für einer? Bin ich den nicht gefahren? Ach, hat Tobi umgehangen? Ich war da mit dem hier unterwegs. Oder? Gibt's 2 davon? Ist hier zwischendurch mal was passiert? Hier steht mein 6R. Also von mir nicht. Ich bin krass irritiert. Also das ist der Ladewagen, das ist Dirks Kombo. Okay. Kein Ladewagen. Hier bist nur du mit deinem Ladewagen. Ich bin irritiert.
Hier steht noch einer. Na, den nehme ich doch. Na, grüße Dirk. Du alte Galaune. So, rein hier in die Bude. Den möchte ich heute fahren. Na klar, Synchro. Synchro. Dirk Marketing betritt. Hab ich auch gesehen. Im Surfer. Uncut gestartet, natürlich. Inklusive Teile. Tobsens. Mailadresse. So, ich komm mal zum Hof, ne? Ja, ne, zur BGA, glaube ich, ne? Ja, da können wir uns auch treffen, ja. Aber ist nicht so weit. Was schaltet der jetzt hier schon wieder alles automatisch? Pass mal auf, das will ich so nicht haben. Hast du doch gerade im Stream auch, ne? Das Problem? Nee, also jemand hatte das Problem. Achso. Aber ich nicht. Na, ich hatte so nebenbei wie mit Lastschaltstufen irgendwas gehört. Ach so, ich scheiße, ich war hier, alles klar. Ah ne, ich hätte einen Gruppenschiff da noch. Obwohl. Ach so. Runterschalten kann ich. Das hochschalten. Ich warte mal, da muss ich nochmal abziehen hier. So. Boah, das ist ganz eklige Synchro. Oh, alles Abend. Gut. Abend. Abend. Na, was macht die Kunst? Warm draußen, hä? Ja, boah, herrlich, Hammer. Ne? Total uncool. Ja. Und selbst? So, was geht? Ja, ja. Ich bin bei der BGA, ich bin ready. Vor Takeoff. Ich bin auf dem Weg zur BGA. Oh. Willst du mitfahren? Oh. Hat er hier Beifahrer? Ja. Wieso? Wo bist du denn? Warum steht bei Dirk 73? Ist er 73 Jahre alt? Lukas! Ja. Lukas, Mensch! Ja. Offensichtlich. Na, ich stehe hier am Ausgang von unserem Hof. Ja? Warte mal. Ach du Scheiße. Ich weiß gar nicht, ob der Beifahrer. Schon wieder in so einem gelben Ding. Warum? Der ist grün, Brudi. So, ich gehe noch ganz schnell einen rauchen. Mach das mal. Bei der BGA-Seite. Ah. Na gut. Ja, und weg. Warte mal, mein Tablet-Dings geht nicht. Mein Head-Tracking geht nicht. Oh, nee, du. Na gut, dann fahre ich schon mal, ne? Mach's gut, ich steig aus. Ja, ciao. Bin mal weg. Jo. Das war doch eben noch ein. Man muss auch mal verlieren können. Ja. Geht eigentlich irgendwas bei uns heute? Wieso denn, Bjarne? Der korrupte Inner. Das eine Problem hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Das war gerade eben kein Problem, sondern mal wieder ich. Und bei Dirk ist die Vergesslichkeit des Hedwig-Systems. Hatte ich heute auch schon. Siehste? Pass auf, jetzt findet er den Server wieder nicht. Ja, habe ich heute auch nicht gefunden. Oh, doch, doch. Aha. Ich auf Anhieb, ich bin begeistert. Wird nachher garantiert ping-technisch wieder irgendwas schief gehen. Ich muss nochmal zurück zum Hof. Ja, das ist gut, ich bin gleich wieder da. Spiel wird geladen. Den Ladewagen vergessen, ne? Oh. Ja. Ja, Wolfi, ja. Sag mal, hat der 7530 eigentlich denn schon Tempomat oder ist das ja auch noch über Handgas geregelt?
Chat, wisst ihr das? Ich weiß es auch nicht. Aber ich wüsste jetzt aktuell nicht, wo das einzustellen wäre, ein Tempomat. Von daher. Also wieder moin. Moin. Ja, guten Tag. Schönen guten Tag. Hallo Felix Chat nochmal an dieser Stelle. Hallo Tobi Chat. Ich weiß. Ich suche meinen Schlepper. Ja, der steht hinten an der Mistplatte. Ah, danke. Solltest du im Übrigen demnächst E-Mails bekommen, dann war ich doch zu dem Zeitpunkt reingekommen, wo die E-Mail-Adresse vollständig zu hören war. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Gibt Schlimmeres, ja? Wird schon irgendwie passen. Ja. Ich kann sonst, wenn ich dran denke, die Stelle auch rauscutten. Aber das mache ich eigentlich nicht im Uncut, ja? Ich nur für dich mal. Ach. Er hat noch nie geschnitten im Uncut. Nur für dich. Das weiß ich sehr zu schätzen, mein Lieber. Aber ich glaube, sie waren nicht ganz übertragen worden. Wir lassen es mal drauf ankommen. Ja. Mach mal Tür zu. Mach mal die Finger weg von der Klimaanlage da. Hä? Ich, ja. Festen lassen. Ja. Kann nichts machen. Oh, schwierig. LU, ach du je. Da hält er irgendwas zu, ne? Ist auch nicht Allrad, was er macht hier. Mike, mal moin. Und Björn, moin. Moin, moin. Wie, was soll denn was? Na, du hältst was ja die Klimaanlage zu, die Steuerung. Wie, was? Du kommst nicht nach Lauingen. Was ist Lauingen? Farmkorn, Bruder. Ach, scheiß drauf. Hilfe, Dirk hat schon wieder Schnappatmen. Was willst du denn da? Abhängen. Ach, die Leute, die mich da interessieren, die haben dann eh keine Zeit, also fahr ich. Na klar. Der Rest geht mir am Arsch vorbei, scheiß ich drauf. Zeit ohne Ende. Ansage, wie gesagt. Ich wette, Dirk wurde es nicht erlaubt. So ein Ding ist das. Hausverbot. Ja. Das ist die Regierung, man weiß es nicht. Ja, ich glaube auch. Naja, glaube ich nicht. Ich denke schon. Ich denke nicht. Meinst du nicht? Nee. Auf keinen Fall. Da. Ich bin da schon noch enttäuscht. Von wem? Ja, von allen, die nicht da sind. Ja. Das macht nichts. Wir mögen dich auch. Ja. Ab und zu jedenfalls. So ein Vaterding, ich bin nicht böse, ich bin enttäuscht. Ja, richtig. Ja. Richtig. Das ist absolut richtig. Das ist auch gut so. Ist geil jetzt drin, oder? Machen, wenn das ja am ADW ist, Alter. Wenn was? Wenn das am ADW ist. Ist ja nicht am ADW, na unten, ich muss da auch hin. Ja. Und? Beschwere ich mich? Nee. Ja, schon. Nee, irgendwie nicht. Ich habe mit Dirk eine 168 getrunken, schreibt Allrad. Tja, Allrad, das ist Dirk aber nicht so wichtig. Außerdem hättest du die Chance letztes Jahr gehabt. Obwohl, eigentlich auch nicht. Ich habe gerade mit der Regierung gesprochen. Was meinst du? Nix. Was hast du? Ich musste gerade mit der Regierung sprechen. War nichts Wichtiges. Und was sagt sie? Nee. Achso. Ist doch privat, Tobi, häng dich doch mal da nicht rein. Sag mal. Also, entschuldige mal bitte. Das weiß ich ja nicht, ob so privat ist. Vielleicht war es so ein allgemeines Ding. Nee, ich habe ja noch nicht mal Mute gedrückt. Habt ihr nichts gehört? Nee. Ja, ist Gate richtig geil eingestellt, würde ich sagen, oder? Siehst du, dann kann es auch so privat nicht gewesen sein. Deswegen sag ich ja, es gibt Leute, die können was, es gibt Leute, ja, die können nichts. Tja. Ja? Naja, wenn nichts wird, wird.
Richtig. Richtig. Ist ja noch nicht mal gewaschen hier, der Karren. Ich glaube ich alles nicht. So, wo fahren wir denn? Auf welcher Fläche? Auf welcher Fläche waren wir denn? Wir waren. Doch, ich weiß, wo wir waren. Ich weiß es, ich weiß es. Wisst ihr es noch? Ich weiß gar nichts. Ja, das ist mir klar. Ich auch nicht. Irgendwo da unten waren wir. 83, da habe ich aufgehört. Ja, irgendwie sowas. Die ja. Fläche direkt neben der BGA. Nee. Da ja, ich ja. Aufgehört. Das ist richtig, wir sind aber schon weiter gewandert und da hatte ich ja eine Schwarz-Frischgras mitgenommen. Oh. Die hatte ich ja aber glücklicherweise direkt in eine Stallung rein ja. ballern können. Da war ja was. Hm. Ja, Allrad, das kriegen wir aber nur mal irgendwann anders hin. Machen wir, wenn wir uns in Hamburg treffen. Was ist denn mit Agritechnica? Bist du bei der Agritechnica mit dabei oder schlafe ich dann nur bei dir und muss dann da allein hin? Ist mir egal. Also du kannst auch allein fahren, das ist mir auch egal. Was ist denn nur mit dir? Also hinfahren tue ich auf jeden Fall. Sehr schön. Genau, Allrad. So ein Ding ist das. Aber vorsichtig sein, hier können auch noch Leute unter 18 sein, ne? Also 83, ja. 83. Was? Nicht, dass das hier noch schlüpfrig wird. So. Also. Weiter geht's. Wir fahren jetzt auf die Fläche 96 waren wir. 96, danke. 95, 96, die beiden Flächen. Da, da. Wie sind wir da gefahren? Sind wir hier lang gefahren? Oh, mein Auto ist ja aufgetankt. Ja, dann geht's mal los, würde ich sagen. Ja, auch noch genug Sprit drin. Seliermittel? Seliermittel habe ich natürlich keins drin. So, anders schwierig. Aber das stand ja hier oben. Mhm. Glücklicherweise. Darf ich eigentlich durchfahren? Ja, darf ich. Und da ist okay, ja. Naja, naja. Hier muss man ja jetzt mittlerweile gucken, wo man lang fährt. Ja. Irgendjemand hat das Schild eingestellt. Ja. So, ich habe jetzt mal rechtzeitig das Laden des Liermittels gestoppt, weil ich glaube, so viel verbrauchst du ja gar nicht, ne? Auf dem Ladewagen. Na klar. Verbrauchst du viel? Na klar. Ist das so? Hau voll die Kiste. Na gut. Das so, sonst? Ja. Warm. Habe ich schon gesagt. Warm, ne? Warm. Warm. Es soll heute 22 Uhr, soll es hier richtig knallen. Ich bin mal gespannt. Oh ja, das hätte ich auch gerne hier. Aber es sieht nicht so aus. Regenradar sagt, wird hart. Echt wahr? Ja. Ich weiß gar nicht. Ich glaube bei mir nicht. Das wird aber bestimmt morgen kommen. Gar nicht, dass Adrian hier noch so ein Krone-Dings eingebaut hat. Das ist natürlich echt praktisch heute. Was Neid, Glück auf. Glück auf. Glück auf. Glück auf. Jogi, dann pass auf, dass du nicht gerade an einer Map bastelst. Nicht, dass es dir dann auch noch ne, alles zerschießt. Ah, immer schön im 10-Sekunden-Takt speichern. Nicht, dass das schwierig für dich wäre, aber wir kommen dann nicht in den Genuss, die Karten zu spielen. Na, denk doch auch mal an uns. War natürlich nicht so gemeint. Naja. PC ist aus. Simple. Kannst du die Bogen? Alter, das spielt sich halt alles in deinem Kopf ab. Dafür können wir gar nichts. Ja, Jogi spart an allem. Um Gottes Willen. Wie spät? Wir haben es 2013.
Bin ich mal in-game, das sah schon so dunkel aus. Alles gut. 15.22 Uhr. Yes, yes. Aber am nächsten Tag ist auch herrlich Sonnenschein. Also wenn es zu dunkel wird, können wir dann auch nicht mehr. Ja, ich hab schon da am Nvidia Shader rumgebastelt. Na, ist bei dir schon Nacht oder was? Naja, so schlimm ist man auch wieder nicht. Uch, so viel Gänge habe ich nicht. Ah ja, hier in so einem Ding ist das. Schöner Landregen, 17 Liter. 17 Liter ist ja gar nicht so schlecht erstmal. Nö. Muss ich denn hier schon Licht anmachen? Nö. Irgendwas habe ich jetzt wieder falsch gemacht. Ach, ist doch nicht schlimm. Wir können seine Nicknames. Und Vorsicht! Vorsicht! Ja, Moment. Moment. Bleiben Sie geschmeidig. Ich hing in so einem. Naja. Baum fest. Ja, Wendeschaltung ist hier ein bisschen. Das ist anders schwierig heute. So ist das. Ach ja, hast du hier hängst du in der Birke fest hier, oder was? War das eine Birke? Das kann durchaus sein. Ich habe da nicht drauf geachtet. Es war auf jeden Fall. Ja, guten Abend. Ja, hi. Achso. Ja, Tag. Ha, wie die krasse Nummer 1 fahren. Ja, du musst aufpassen. Irgendwo am Rand lag eine Grasschwart. Ganz mieses Ding. Also so eine Frischgrasschwart. Ja, ich habe jetzt hier direkt, wo du rauffährst, das hier liegt hier irgendwie noch was. Ja, da passt da bloß auf, weil ich hatte dann noch einen Ladewagen voll Gras. Dann kannst du direkt zum Hof weiterfahren. Richtig. Und es bei den Kühen reinfüttern. Viel Spaß beim Rangieren. Oh, nee. Ja. Ist es so? Ach komm, ich fange jetzt erstmal an den Scheiß drauf. So, gut. An den Fuchs. Das läuft. Oh, Scheiße. Hier liegt auch Gras. Ganz vorsichtig sein. Ganz rechts außen. Am Zaun. Ja, ganz rechts. Das war die Bahn, wo ich im Prinzip. Ja, das war die, wo du angefangen hattest. Ja. Na, okay. Also da bitte vorsichtig tobsen, nicht das Zeug aufnehmen. Nein, nee, Tobi hat glaube ich schon den nächste. Ja, von der Einfahrt aus jetzt links weg, die äußere. Nee, ja. Das müsste passen. Aber das ist gerade tatsächlich Gras aufbereitet. Ja, das passt. Ich hoffe, das bleibt auch so. Du siehst ja, was ich da jetzt liegen gelassen habe. Ja, das solltest du einfach nicht mitnehmen. Okay. Das ist aber auch schwer zu erkennen. Findest du? Ja. Finde ich gar nicht. Du und Tobi, könnt ihr doch mal einen Squad-Stream machen, wenn. Ja, wenn Tobi Partner ist. Was wie wo, was werde ich? Na, Squad-Stream. Aber das geht ja nur unter Partnern. Ich weiß gar nicht, bist du Partner mittlerweile? Nein. Also mir hat niemand was gesagt. Ist ja jetzt geändert worden, ne? Wie war das jetzt? Ist runtergesetzt worden, ja. Durchgehend, du musst durchgehend. Das ist Partner Plus, ja. Achso, ja. Und das geht nur für die obersten 100 eigentlich. Nee, auch für die nicht. Naja, die haben dann wieder, ja, das stimmt, die haben dann wieder andere, dann waren es die obersten 500, nee, glaube ich. Nee, das Problem ist, dass es keine Prime-Subs sein dürfen. Das ist schon klar, bezahlte. Das müssen bezahlte Subs sein. Und das, ich glaube, 3 Monate mindestens hintereinander 350 Subs. Okay. So. Ja, das schaffen nur die obersten 500 tatsächlich. Also, ich habe es letztens bei Stay mitgehört, da hat er noch gesagt, da hat er nachgeguckt, hat er. Ist er ganz weit von entfernt. Ja. Ohne Scheiße. Oberste 500. Ist kein Witz. Ja. Ja, das ist. Und aber dann da ging es um den 70-30-Split. Naja, unter anderem. Ja. Und macht das für den Streamer einen Unterschied, ob Prime Sub oder. Nee. Okay. Aber für Amazon, die verdienen am Prime Sub halt nicht. Ja, klar. Ja, das kann man so sagen. Also Twitch ist halt da nicht mal mehr der böse Teufel, sondern Amazon, die Twitch eben eine Pistole auf der Brust setzen. Amazon hat Twitch zwar gekauft, aber Twitch ist ja trotzdem ja eine eigenständige Bude, wenn du so willst, ne? Ja. Alter, das sieht hier aus wie Frischgras. Ja, Obacht.
Warte. Obacht. Kurz mal aussteigen hier, ne? Da ist Tobi auf Twitch. VCA-Shifty. Yes. Kannst auch mal VCA-Tobi probieren. Kommt da jemand anders? Weiß ich nicht. Kann ja mal probieren. Meine ich doch. Kannst du mal probieren. Ob da jemand anders kommt, weiß ich nicht. Für weitere tolle Tipps folgt Dirk auf Instagram. Ja. herrlich. Ja. Oh, irgendwas kreischt hier. Ach, das ist Felix. Hä? Alter, ich hab heute noch John Deere gesehen mit roten Felgen. Mit roten Felgen? Was ist das denn? Ja, also war vor der Spritze, Schmalspur, aber mit roten Felgen. Das ist nicht fein. Digga. So. Füll die Kiste. Na, ich hab noch ein bisschen. Der Ziel ist weiterhin BGA, ist korrekt? Ja, kein Silo. Perfekt. Oh Mann, bin ich müde. Das gibt's doch gar nicht. Das ist die Wärme. Ich bin auch ein bisschen angemüdelt. Junge, Junge, Junge. Oh, eine falsche Ecke hier. Oh, oh, oh. Auf meinem Ausbildungsbetrieb hatten wir mal gelbe Felgen auf dem Fendt. Ja. Raus. Raus. Warte, ich brauch mein Buch gerade. Er kann er noch nichts dafür. Gauboden Agrar. Ja. Wie schnell habt ihr die Dinger schon wieder voll hier? Naja, also ich will, was hast du denn? Dass du das auch fragst. Wir sind doch hier, ne? Ach so. Wir machen halt was. Nature Boy, moin! Also echt, ich hänge jetzt bei 48 FPS, ne? Das hat echt was gebracht, ey. Ja, hey, Nature Boy, moin, moin. Das hat echt was gebracht, ja. Ja. Hast du gelesen, Bjarne? Was denn? Nee. Hast du gelesen? Ja, muss mal gucken. Nature Boy, nee, ne? Ja, Moment. Okay. Moment. Blockieren. So, voll. Herrlich. Ja, das manuelle Plan öffnen, schließen haben wir runtergeschmissen und siehe da, mehr Leistung. Hat sich das jetzt tatsächlich bestätigt? Jo. Ja. Hätte ich auch nicht für möglich gehalten. Ja, doch. Ist deutlich besser raus geworden. Ist definitiv 15 FPS mehr gekriegt. Ja, ja, ich auch. Ohne Scheiße. Ja. Ich habe nur mal eben schnell geluschert und das sah auf jeden Fall mehr aus als sonst. Ja. Ja. Ich hätte es halt auch nicht für möglich gehalten, ne? Sag mal, wo komme ich denn hier raus? Ich habe mich verfahren. Scheiße. Ey, ich hab mich gefragt, warum ich so absack. Ich hab die Lenkung hinten gar nicht angehabt. Tja. Ist da nicht DBL drin? Ja. Aber, naja, gut. Ich weiß nicht, ob er das schon drin hat. Ich hab's gar nicht geguckt. Nö, hat er, glaub ich, gar nicht mehr geupdatet. Nö.
Ducati Lars, wir haben dieses Manual Cover runtergenommen vom Server. Genau. Und das hat ja richtig gut Leistung gebracht. Das Teil, was ich im Kopf habe, das ist. Oh, sorry. Das ist ein Headrack-System und das sendet meine Kopfbewegung an den Empfänger, der am Monitor hängt. Baloo und Boy It's Wasabi, moin! Bruder, das war aber knapp jetzt. Allrad manuelle Planöffnung und Schließung haben wir runtergenommen. Das Problem mit dem Schiebeschild haben wir nach wie vor, ja. Zu sperren, Mensch. Was ist denn los heute? Lenkachse, das konnte ich doch irgendwo auf dem Dashboard sehen. Lenkachse war bei mir auch noch gesperrt. Ist sie jetzt gesperrt oder nicht? Wie war das jetzt? Finden Sie es raus, indem Sie einlenken. Lenkachse sperren. Was ist denn einlenken? Was? Das, was du hier öfter mal in der Gruppe machen solltest, mein Freund. Was für eine Gruppe? Komm in die Gruppe. Komm in die Gruppe! Komm in die Gruppe. So, jetzt aber. Ja. 200.000 Euro. Simon, servus. Was ist denn im Singleplayer eine gute FPS? Boah, das kommt auf den Rechner drauf an, Albert. Und auf die Karte und auf deine Mods und. Aber ich würde alles über 60 ist gut sagen. Ja. Aber alles über 40 ist spielbar oder es liegt halt echt im Auge des Betrachters, ne? Was ist denn los, Dirk? Was hat er denn? Ach, scheiß drauf. Es ist alles wieder schwierig heute, Mensch. Okay. Moin. Moin. Moin, also moin, wer ist denn da? Björn. Ach so. Ach. Ja, Uraltrechner, aber immer 30 und spiele ohne Probleme. Dann verstehe ich die Frage nicht. Man kann das einfach nicht beurteilen. Auch wenn jemand eine 4090 drin hat, kann es ruckeln wie Sau. Wenn er 5000 Mods drin hat oder sonst was für Fehler, das ist völlig egal. Es hängt beim LS an so vielen Faktoren. Wir haben hier allein über Änderungen von Adrian, über das Rausschmeißen von Skripten, allein schon so viel Leistung rausgeholt, völlig unabhängig vom Rechner. Ich höre da irgendwas. Warte mal. Oh, Vorsicht. Oh ja, das wäre nett. Oh, Dankeschön. Kornschieber. Kornschieber ist abgehauen. Oh. Der hat genug für heute. Oh oh. Oh, was ist denn jetzt hier? Nee, die effizienteste Game Engine ist doch sicher nicht, Nils, hast du recht. Im Gegenteil. Aber sie wird besser und wird sich stetig verbessern. Es ist halt die eigene Engine von Giants.
wäre auch klasse, wenn ihr immer mal danach schieben könntet, ne? Ja. Mache ich gerne. Also ich mache das jetzt auch mal eben dann fix. Weil Verbindung ist so schlecht. Was? Ach, halt die Schnauze. Mal, ey, nur mal kurz reinschieben da. Du, der Kornschieber, der scheint gerade jetzt echt komplett abgehauen zu sein. Naja, na, hier im Discord ist er noch, aber... Ja, war gerade weg, jetzt ist er wieder da, ja. Läuft sein Stream noch? Weiß ich nicht. I don't know. Darf man so frei Mods benutzen? Bin auch schon wieder online, alles easy. Wen meinte? Ich weiß es nicht. 100%ig mich. Katastrophe. Ne, wieso? Ist dein Rechner abgekackt? Das war doch der von Felix. Nee, aber meiner hängt auf der Spartplatte. Ach so. Kühlung ist alles. Ja, so muss das. Ja. Zimmer hat hier 3 Quadratmeter, kein Fenster. Nix mir am Arsch, ey. Moin, Meister. Mario, danke schön für deinen 13. Monat. Hauptsache die Werbung läuft. Really bad skills, Bruder. Wie Alter, oft denn noch? Voll hier. Das ist von Twitch nun mal so. Ich hab da gar nichts im Werbungsmanager eingestellt. Ich bin nicht mal offen. Das ist halt so. Was jetzt? Oh. Ach, Kornschieber. Synchro. Ach so. Danke, dass du so rechtzeitig Bescheid sagst. Sorry, ich dachte, der kommt noch rechtzeitig. Kam er offensichtlich nicht. Genau. So ein Ding ist das. So, an dich nochmal die Frage, Dirk. Hast du Plan von Google Drive? Oh ja. Nee. Hm. Das kann. Hier, da. Ich, ey, oh. Bruder. Also, ich könnte dir ja ein paar Leute empfehlen, die mit Cloud beste Erfahrung haben, ne? Wo eigentlich wirklich alles automatisiert läuft. Ja. Also auch ohne Probleme automatisiert läuft. Also da alles, war ich mal auf der Cloud, habe ich aber nicht gecheckt, bin ich auch nicht durchgestiegen. Also alles wirklich Cloud-basiert, selbst wenn einer einen Kuchen sucht zwischen Bierkisten. Ja. Kein Problem, das alles kannst du tatsächlich über die Cloud synchronisieren da. Und Nudeln waren es, glaube ich, ne? Ja. Kuchen, Nudeln, Salat, geht alles. Da geht einfach alles. Da ging alles. Ah, Digga, ich brauche ein neues Headset, Alter, das ist so behindert. Ja, das muss mal gucken, ich glaube, Pelle ist da der richtige Ansprechpartner für. Aber sicher bin ich mir da jetzt nicht. Ach so. Ich dachte, der Chef. Ach, der Alte doch nicht. Ne? Oh, gut. Ach, der hatte doch keine Ahnung von. Na gut. Glaube ich jedenfalls nicht. Aber ich kann mich natürlich auch irren. Ja, das macht alles rein. Dann mal wieder auf hier zurück, ne, zur Wiese. Was ist denn hier schon wieder? Also immer mal eure Wägen so ein bisschen reinschieben. Bisschen festfahren, damit man nicht hier... Keine Ahnung, 50% verdichtet oder so noch haben am Ende. Das wäre schon nice. Ah, hier, gemutet hier. Ich sagte gerade nochmal, bitte dran denken, dass ihr dann eure Wägen, die ihr reinfahrt, mal ein bisschen reinschiebt, ein bisschen festfahrt, dass wir nicht am Ende 50% nur haben oder sowas. Mhm. Was bitte? Du bist was? Dirk, was? Ich warne dich.
tun. So, wo ist mein Kfz stehen geblieben? Das weiß ich nicht. Ach du Jewe. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Vorsicht. Ja, warte mal, ich versuche hier. Ja, das passt. Ach du Geld. Hast du ihn wieder ins Gebüsch geschoben? Ja, kannst du dir vorstellen, wo der jetzt steht. Also Tobi, wenn du gleich den nächsten Wagen abkippst, ne? Denk da dran. Ja. Du Mario, hatte ich dir schon für deinen 15. Monat Sieben gedankt? Ich war ja ein bisschen irritiert, weil Dinge abgebrochen waren. Ja, die Ansage kam doch eben vom Alten. Was? Ja, wenn du abkippst, auf Silo, hochschieben, festfahren. Ja. Ja, so. Hab ich auch gerade gemacht. Ja, siehst du dann. Festfahrtobsen. Ah, das geht schon. Es hakt hier alles schon wieder. Nee, es geht schon. Es bricht alles zusammen. Ja. Ich kann das verstehen. Ist auch gut, dass wir jetzt immer schon mal gesucht haben, nochmal nach dem Fehler, ne? Da sind wir konsequent. Ja. Ich weiß nix. Fehler? Wovon redet er denn? Na vom. Wir haben doch irgendeinen Mod drauf, der das verursacht. Ach so. Und da wollten wir doch mal auf die Suche gehen, ursprünglich. Nein, dafür ist Adrian zuständig. Der hat im Moment keine Zeit. Ja. Na, einfach mal Bürgergeld beantragen. Kann doch nicht so schwer sein. Der wollte ja, aber irgendwie hat er dann ja doch nicht. Grüße geht raus an der Stelle. Ja, Grüße. Nee, ich müsste aber wirklich nur mal den Mod-Ordner abgleichen. Mit den Dudes-Ordner. Was Skripte angeht. Dann hätten wir es ja schon. Ich mach mal einen neben dir, Dirk. Also ach, links von dir. Das tut mir leid. Ja, okay. Ich habe immer das Gefühl, dass ich heute der Kommunikation nicht lang folgen kann. Ja, es liegt aber am Wetter. Ja. Es ist wirklich drückend und warm. Ja, was macht denn deine Klimaanlage? Ja, die läuft. Ja, was schafft sie denn? Ja, kalte Luft. Bruder, sie am Limit. Die läuft den ganzen Tag und ich habe jetzt hier 25 Grad in etwa. Alter. Naja. Ja, mehr ist nicht drin. Das ist natürlich wild. Das ist okay. Also, es ist in Ordnung. Also bei laufender Technik natürlich wohl bemerkt, ne? Ja, warte, ich lins mal rüber. Ja, Dachgeschoss, naja, laufende Technik 28,7. Das geht aber auch schlechter, ja? Das ist jetzt nicht so geil. Nee. Mal sehen, wie lange das hier alles durchhält. Aber das hätte vielleicht ich ja. Schmilzt es auch heute noch. Das hätte ich ja ohne Klima auch. Ha. Das ist ja das Schlimme. Wenn ich die Fenster aufmache, kommen die Fliegeviecher rein. Ja, ne, privat hätte ich die auch nicht gemacht. Ja, das ist halt das Ding. Ich sag halt immer wieder im Sommer, wenn es warm ist, hier, ne, Frau und blöd und schwitz und kack. Und Frau sagt dann immer ja, aber für die paar Tage im Jahr ist dann vielleicht doch wieder zu viel und ja, dann hadern wir immer. Es geht halt also nicht viel Strom einfach durch, ne? Das kostet halt einfach richtig viel Geld. Deshalb zu Hause mache ich es auch nicht. Stans, danke schön für dein Prime. Vielen Dank. Bist du durch, Björn? Ja, ich bin durch. Ich hab hochgeschoben.
Ist klar. Mitnehmen, ja klar, Dirk. Ja. Ach, da außen, okay. Kein Ding. Ja, sag ich doch. Die 35, 40 Kilo jedes Mal, vier Etagen da hoch. Gar kein Problem. Du bist eine Maschine, Alter. Schaffst du immer links. Naja. Alter, wenn der zur Farm kommt, unterwegs ist da Gerd und Schlange. Ja, genau. Ja, ich glaube, ich bin zu weit gefahren. Aber ist auch scheißegal, oder? Ja. Was ist es? Ich auch, mach nichts. Ja, hier geht's nochmal. Leute, Leute, Leute. So, fahren wir mal ganz draußen hier. Also, du hast eben gerade schon festgefahren und geschoben, ne? Ein bisschen zumindest, also nicht auf 100%. Ja, dann lohnt sich das jetzt auch nicht, dann kann ich jetzt auch weiterfahren. Ja, Alter. So, das war Gras, was da lag, ne? Wieso piepst denn der, wenn ich den aushebe? Was soll das? Oh, ich möchte gerne abladen. Oh, rote Autos, ne? Ey. Ackert, Schlepper, Junkie, einen schönen guten Abend auch an dich, mein Lieber. Ach ja, moin. Moin, Sam. Moin. Jo. Schönen guten Abend, ihr lieben Bösen. Ach, Taran. Moin. Oh. Ja, Freunde, wir müssen dann gleich hochschieben hier. Hilft nichts, es wurde uns so aufgebürdet. Ja. Also machen wir den Kollegen hier leer. Kornschieber ist schon wieder abgehauen. Nein, nicht schon wieder. Also egal. Ich sag doch, der will nicht schieben. Der hat einfach keinen Bock. Dann geht bei mir bestimmt gleich das OBS wieder aus. Ja. Tja, Freunde. Mann, Tobi, was machst du? Der will nicht schieben. Ja. Offensichtlich könnt ihr mich also nicht mehr hören. Ich kann doch. Hallo. So, da, okay. Also, hallo. Das hallo. Ja, Game ist weg. OBS ist tot. Ja. Okay, interessant. Das mit OBS hatte ich aber auch gerade. Nee, OBS ist noch live. Ach so. Oh, doch. Aber das Game ist abgestürzt, oder was? Ja, hat schon wieder Verbindung zum Spiel verloren. Achso, Internet. Ja, kurz danach war es beim letzten Mal aber auch entsprechend OBS und Discord abgebraucht. Also komplett. Das gibt's doch nicht. Naja, Spiele sind bei einer kleinen Spitze sehr empfindlich. OBS hingegen nicht ganz so sehr. Also schon, aber wenn das immer noch so ein ganz kleines, weißt du? Tja. Ja, letzter Versuch, sag ich mal so. Ja. An dieser Stelle. Aber das sage ich ja mal, bei solchen Abbrüchen ist das permanente Fahren mit einem Fahrzeug ja auch gefährlich. Da solltest du lieber auf Silo gehen. Oder? Ja, finde ich auch. Bitte? Ich enthalte mich. Ganz schlechter Empfang, ganz schlecht. Okay. Kannst du es nochmal wiederholen? Hey, Spaß mehr. Hallo. Dirk, extra für dich, Synchro. Ja, ja. Alle bleiben Sie stehen, bitte.
Ah, nee, ey. Habe ich ganz anderes Problem. Ich Was hast irgendwie du? Eine Seitenkonsole hat keinen USB-Kontakt, warum auch immer. Oder hat auf jeden Fall keinen USB. Okay. Das ist nicht gut. Und jetzt muss ich diese scheiß Frontladersteuerung hier mit der Maus machen. Oh, das nervt. Abziehen, wieder dran stöpseln? Ja, ja. Ich weiß so von den 100.000 Kabeln, welches das ist. Ja, ich habe das auf dem USB-Hub gemacht und dann die Plätze so nach Priorität. Und da weiß ja, ich immer blind, ich welcher ist. Und ich habe auch so einen Hub gekauft, wo man die einzelnen schalten kann, dass das Kabel genau. nicht abziehen muss. Habe ich alles gemacht. Ich habe auch vergessen, welche Reihenfolge das ist. Perfekt. Ach, scheiß drauf. Scheiß drauf, Digga. Da hol dir doch jetzt mal unterschiedlich farbige Kabel. Nee. Da muss ich eine Verlängerung nehmen. Ich kann doch ja. an diese Seite der Konsole nicht einfach ein anderes USB-Kabel dran machen. Was verlängern. Ist mit dir? Verlängern. Ja. Oder klebst halt mit dem Klebeband einmal vorne und einmal hinten. Ja, du machst nicht zu einfach, ne? Hendrik, servus. Was ist da los? Was ist kaputt? Na, Dirk kommt mit seinem Kabelsalat nicht zurecht. Ach so. Sisse? Verlängern. Oh, bei den Farming Goods gibt's dafür garantiert eine Cloud. Ja, da geht's schon aus. Ja. Da geht das automatisch. Mit WLAN-Kabel. Oh, ja. Eben, genau. 100%. Ein Glück ist Chris nicht da, sonst wird er jetzt wieder erzählt, ey, das WLAN, das gibt's aber wirklich. Ja. Er hat recht. Ja. Ey, warum fährt der denn rückwärts? Dirk, du hängst hier in der Luft, als wärst du ans Kreuz genagelt. Total nice. Ich hab schon mal am Kreuz genagelt. Ach so. Dann ist nichts, alles gut. Ah, stimmt. Ist ja noch nicht 22 Uhr. 20:46 gerade. Oh, Jesus, der Radschuster. Kommt gleich wieder das Thema mit den Kindern hier. Na, Hachi, moin. Hey, Hachi. La, la, la. So, wenn wir mit dem ganzen Kram fertig sind, können wir die ganze Grassilage wegfahren. Geil, oder? So, ja, nicht Langeweile aufkommt. Nee, vor allem bitte nichts, was nicht mit Gras zu tun hat. Was macht denn ihr hier? Rumstehen? Was ist das denn? Dirk ist zweimal da. Dirk ist zweimal da. Der arbeitet ja auch für zwei. Ich wollte gerade sagen, einer alleine kann doch gar nicht so ein geiler Typ sein. Hast du jetzt dieses schöne, seicht ansteigende Silo einfach. Naja, mit. Ich habe ja auch geschoben, ich habe ja auch geschaufelt. Mhm. Weil ich setze mich nicht in dieses grüne Ding da rein, das mache ich nicht. Welches in den Glas oder? Ja. Warum denn nicht? In den, der das Schild da dran hat, da vorne hinten, da. Geht nicht. Kann ich nicht machen. Bringe ich einfach nicht übers Herz. Stehst du? Es gibt Grenzen. Mensch, sei doch nicht so. Doch, es gibt Grenzen. Na gut. Bei mir macht Doppeldirk einen Moonwalk. Geil. Ja. Doppeldirk. Ah, Tuxi, warum hast du das da abgekippt? Das verstehe ich nicht. Was ist denn nun schon wieder? Ja, der kippt auch, wie er will, Alter, ey. Guck mal, wie der Papa das macht. Super, Mann, oder? Ich leg die Scheiße jetzt hier hin und hau hier ab. Was ist denn das Problem? Das ist doch gut so. Letztes Mal habe ich Ärger gekriegt, weil ich das so gemacht habe. Nee. Und da hieß es, aber nicht von mir. Da dran und dann ganz langsam zurück. Und aber nicht von mir. Nee. Den schulze ich mir nicht an. Nö. Hier. Ich schieb jetzt ein bisschen. So, du beruhig dich mal wieder, alter Mann, setz dich in deinen Schlepper und fahr los. Da kannst du aber von ausgehen. Muss hier weg. Dringend. Ja, dann pass auf, dass du mir hier nicht ins Schild ballerst und alles ist schön. Ach du Scheiße, da steht Und nimm deinen Zwillingsbruder damit, der da in der Luft.
Kannst aber von außen. Oh, Matze, moin. Kannst ja gerade mal einen von dir ertragen, weißt du, jetzt sind wir von zwei. Doppelte. Doppelte 73. Los, weg, Matze, du alter Ferkelwänzer. Hoffentlich bist du bald wieder da. Das geht hier so nicht weiter, ey. Was hast du? Es läuft doch alles seine geregelte Bahn hier. Ja. Ich weiß es auch nicht. Anders schwierig. Ach nun. Maxi, moin. Pixel, moin. Fahr mal vorbei! Matze F, moin. Ich habe gestern einen alten Joystick bestellt, den X52 Hotas. Sehr gute Wahl. Ist das eigentlich Martins Xerion, ne? Ja. Und der bollert aber auch ganz schön durch. Oh, ne? Nicht schlecht, ne? Ja, der ist schon, grummelt schon ganz schön. Ja. Oh ne, das CVT hier dran haben wir noch nicht drauf. Das haben wir vergessen. Da war ja was. Ja, ja. Ne, den Sound finde ich auch ganz geil, so. Was haben wir noch nicht drauf? Das CVT-Add-on, was wurde verschiedene Farbbereiche simulieren kannst. Das soll jetzt ist das jetzt soweit? Ja, über eine GitHub-Version. Die soll wunderbar soweit funktionieren. Boah, geil. Richtig. Und da genau das haben wir letzte Woche auch gesagt und dann haben wir es vergessen draufzunehmen. Oh. Ey, das ist natürlich mega. Ja. Da muss Martin dann aber auch noch die Dashboard-Live-Integration mit reinfummeln gleich. Das wäre optimal. Geil. Ach ja, was soll ich sagen, Freunde? T7 ist jetzt komplett zerlegt im Blender. Krass. Digga, aber komplett. Da ist rein. Also da ist jetzt irgendwie nichts mehr ganz. Also gar nichts. Das ist echt heftig. Da bin ich echt mal gespannt aufs Endergebnis, ey. Ja. Was wollt ihr damit machen? Also warum zerlegt ihr den komplett? Naja, Türen, Fenster. Animieren. Animieren. Naja, Türen, Fenster, das kann ich verstehen. Alles gut. Was noch? Weil er sagte jetzt, ihr habt ja gesagt, das ist komplett zerlegt. Ja, also erstmal, ne, Tür links, Fenster hinten, dann Fahrhebel war noch nicht ausgeschnitten. Ah ja. Der zweite Kreuzhebel, dann die Taster für die Hydraulikventile, für die Spoolvalves sind jetzt alle ausgeschnitten, die kriegen noch Licht. Ja, geil. Die Kippschalter in der Kabine oben am Dach, die werden animiert. Ja, also eigentlich alles, was sich außen und innen bewegen kann, wird sich dann auch bewegen. Ja, cool. Und dann halt mit Dashboard Live Verknüpfung, bla bla bla. Ja. Aber erstmal müssen wir uns durch die Animations durcharbeiten. Das macht schwierig. Das macht mal. Das Mama. Das ist ja alles immer sehr, sehr schwierig. Ah, oh, Figelinsch. Figelinsch, oh. J2658. Moin. Alles gut bei uns? Ja, alles gut, Matze. Ja, sicher. Ja, Matze. Matze. Wir müssen eigentlich mittlerweile fast schon Curseblade drauf machen. Der kann nämlich fantastisch Keilsilo schieben. Der Curseblade. Da kannst du ihm sagen, hier Silo, ne? Hier an der Wand ran und dann schiebt er los. Oh, weiß. Ist das so geil? Mhm. Wusste ich auch nicht. Wäre für heute halt ideal, ne? Ja. Father Reed, was ist CVT? CVT ist das Continuous Variable Transmission, also das stufenlose Getriebe, was du in jedem modernen Schlepper drin hast. Oder fast jedem. Genau. Die guten heißen nämlich Vario. Ja. Und was das auf jeden Fall macht, dieses CVT-Add-on, das bringt halt verschiedene Fahrbereiche. Das ist so für 6R, für New Holland, glaube ich, auch ganz geil. Außer hier für 900er und 1000er Fendt der aktuellen Reihe, die haben das nicht mehr.
aber alle anderen haben Vario Drive. Die haben keine Fahrstufen mehr. Das, was auch interessant ist, sind extra nah ans Mikro. Anfahrrampen und also Beschleunigungsrampen und Verzögerungsrampen, die du einstellen kannst. Stimmt. Aber Vario, CVT, IVT, alles dasselbe. Nein. Alles dasselbe. Nein. Ja, die Beschleunigungsrampen sind dann halt schon geil, weil kannst du... Ja, das bringt schon mal noch ein ganzes Stück mehr Realismus rein, tatsächlich. Finde ich auch. Hey, kommt Frank heute noch online? Ja, hallo, klar. Hallo, Troll. Hallo, Frank. Natürlich kommt Frank noch. Habe ich also vorhin noch mitgesprochen. Ja. Er sagte wahrscheinlich, also er wusste es noch nicht genau, aber wahrscheinlich 9.59 Uhr. Also okay. 21.59 Uhr wollte er da sein. Cool. Frankie Vorklängers. Navi sagt, er ist quasi dann halt erst etwas später da. Aber soll wohl klappen. Sehr schön. Ja. Freue ich mich. Ja. Schauen wir mal, was wird. Muss noch sein Paket von der Post abholen. Und hat dann gesagt, er bringt meins auch noch mit. Das ist aber nett von ihm mal wieder. Ja, ist eigentlich wunderbar. Es ist nämlich noch nicht da. Irgendwann nächste Woche. Uff. Ich weiß nicht, ob ich das hier erwähnen darf. Nee. Oh. Dann nicht. Besser nicht. Ach nicht? Hm. Also entweder ist es hier, und ich will jetzt nichts Dummes hören, entweder ist es hier der Glas, der übelst zieht, oder ist tatsächlich der 7930 hier. Ich muss gleich mal ein 6R davor spannen. Ja. Seid ruhig, habe ich gesagt. Danke. Jo. Oh, die passt perfekt, du. Wusste ich, habe ich sofort gesehen. Moment. 98%. Ja, das passt doch. Ja, ist okay. Alter, was ist denn hier los? Ich muss doch mal gerade hier Nachrichten lesen. Eben wollen alle was auf einmal. Hä? Was ist los? Weiß ich auch nicht. Auch gar nicht klein gewesen, die Fläche, ne? Nee. Das waren ja auch ursprünglich mal zwei Flächen. Ja, genau. Was ich mich jetzt frage... Arbeitet der mit Tempomat besser? Nee. Zu wenig Knöpf oder was? Mhm. Irgendwie sackt er ab. Es hat auch 99% Motorlast, ne? Ist er eben nicht auf ihr Board hier? Oh geil, wir hatten da die Clicky-Tastatur. Dirk, hast extra die Clicky gekauft? Nee. Wen beleidigst du denn jetzt? Ach, Diggi. Ja, das ist aber auf jeden Fall keiner, der mein Freund sein will. Ey, Fischei! Fischi, grüß dich, mein Lieber! Mensch, ich geb's ja noch! Hör mal! Wie geht's dir? Ist einer schon wieder auf dem Rückweg, dann bleibe ich noch kurz hier. Ja, ich fahre jetzt zurück. Zurück BGA zurück, oder was? BGA zurück, ja. Jo, bin gleich da. Gut,
Da liegt doch noch. Was? Hä? Da liegt doch. Hier liegt doch alles voll. Wo will ich denn hin? Dann bleibe ich hier mit dem Schild noch stehen. Nee, fahr ab. Ich mach da weiter. Jeder, der mal so ankommt. Oh. So ein bisschen mal so im Wechsel. Jo. Ja, direkt, da brauchst du auch nicht stören. Ich meinte das nicht. Ich weiß nicht, was sie heute alle wollen. Was ist denn nur? Jetzt konzentriere dich immer auf die Arbeit jetzt hier. Ja, ich muss hier gucken. Ach so. So, Björn ist jetzt gleich da. Den warte ich jetzt noch ab und dann komme ich wieder los. Bruder, ist das ein geiles Bild. Das sehe ich ja gerade, das jetzt hier im Discord. Das Bild von Doppeldirk. Das ist herrlich. Das ist der Oberhammer. Ich bin völlig begeistert. Ab ins Wohnzimmer damit aufhängen. Ausdrucken, einrahmen. Jo. Da kannst du dich selber jeden Abend huldigen. Alter, ist das geil. Hat der Alte das gesehen? Nee, ich habe das Bild noch nicht gesehen. Ja, das musst du dir mal angucken, Alter. Ja. Dann weißt du aber, was Sache ist. Kann nur eingeben. Mhm. Herrlich. Oh Gott. Ich wusste gar nicht, dass man das machen kann, aber. Aber geil. Das kann niemand. Das kannst nur du. Nur du unglaublich. Kannst das. Ja, aber wir. Nur du. Ja, wieder ein neues Meme. Was für ein Scheiß. Wir huldigen den Dirk. Oh Vater. Hallo, Padre, et Fili, et Spiritus. Ja, genau. Oh, Amen. Herrlich. Herrlich. Alter, das glaubt ja kein Mensch. Jetzt will ich das aber auch nochmal mit. Ist das hier? Aber wie geht denn das? Wie macht man das denn? Also, wie macht man denn die Arme so auseinander? Keine Ahnung. Na, kannst du mal sehen. Das hat ja wirklich was Göttliches an sich, oder? Ich bin echt begeistert. Das rahme ich mir. Ey, das schicke ich hier an Display. Hallo. Ist das hier Hallen? Leute, er macht das. Habe ich Hallen? Hall? Hall hast du bestimmt. Habe ich Hall? Klar. Valhalla? Ja. Oh, scheiße. Spiritus Santi, Amen. Schön. Ah, oh, ich liebe sowas. Ehrlich. So, ich komme hier nicht aus dem Knick da. Nee. Das ist zu viel wieder hier. Schigimigi nebenbei. Nee, aber pfft. Du hast doch auch dreimal am Drehrad da rumgedreht, Junge. Oder wie hab ich das gemacht? Das, also wirklich. Komm ich nicht drüber weg. Kannst du nur als Heiliger. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Scheiße, ich bin in den Zaun gefahren. LS-Göttern heilig gesprochen. Ja. Dann kannst du das. Ja, ich wollte es gerade sagen. Ich bin begeistert. Ja, wunderbar. Okay, abgehakt, haben wir dann auch geklärt. Ja. Ja, der Drops ist gelutscht, würde ich sagen. Ja, wir beruhigen uns wieder. Mhm. Der Lutscher ist abgelutscht. Das ist nächste Woche ein neuer Name. Oh, ah, nee, nicht Donnerstag. Doch. Der Heilige. Nächste Woche, was? Dienstag schon wieder? Ist Feiertag schon wieder? Oder bist du nicht da? Nein, oder? ich meine jetzt Donnerstag. Was ist denn Donnerstag? Erst nächste Woche. Achso, ja, stimmt. Ah, lol. Ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja. Felix, dein Krümmer glüht. Hä? Wie ist dein Motto? Podcast zweimal rum und dein Karre der Kotzgrenze läuft. Das ist krass, ne? Ja. Alter. Ist da jetzt noch was auf der Fläche? Die ja. Karte läuft gar nicht. Ich werde jetzt mal einen 6R davor schneiden. Das bringt doch auch nichts. Na klar, bist ruhig. Ruhe. Ruhe. Bitte? Nee, ich wollte gerade sagen, ich könnte ja theoretisch den Namen Holy in meinen Namen einbauen, aber nö. Nö. Nee. Müsstest du mir dann tatsächlich was zahlen? Oder was? Wie bitte? Den sehen die Zuschauer doch aber nicht, den Namen, oder? Ja.
Nee. Hast du den nicht ausgeblendet? Na klar. Na, manchmal habe ich es dran. Wenn er zu wild ist, blende ich da aus. Na, siehst du. Je nach Fasson des Herren. Fasson. Oui, oui. Oui, oui. Französisch hier. Aha. Je m'appelle Bernier, il est mon Schlagquois. Dänisch, Jütländisch, nur ein Norddeutsch. Das war viel besser. Du, Komm, Bruder. Hat der Däne sich eigentlich nochmal gemeldet aus dem Chat? Nee, nee. Ach, schade. Ich glaube, er hatte kurz Angst. Ich denke auch. Den hast du komplett verschreckt. Schieber, Vorsicht. Ja. Alter, ist das auch ein geiler Spitzname, ey. Kornschieber. Kornschieber ist das super. Das ist ganz geil, ja. Jetzt kommen sie alle hier in den Waage stehen. Banane. Ja, du kannst direkt am Silo bleiben. Wo bleibt denn jetzt Fischi? Ja, Mr. Peasy grüßt alle. Ja. Und Mr. Peasy. Yo, moin. Was? Wen meinst du? Ein Peasy. Ach so. Moin. Oh, er wieder. Oh. Weiß ja nicht, was du da schon wieder für ein Kasper-Theater machst. Aber ich glaube, das nächste Screenshot wäre hier nochmal ein bisschen Photoshoppen, Dirk. Ja, mach mal. Kühlerfigur. Nee, so ein Heiligenschein da oben drüber, bitte. Jo. Nee, nee. Wir gucken mal. Ich habe bestimmt eine coole Idee. Oh, Felix, erste Sonne. Na? Das ist aber vom Allerfeinsten. Bla bla bla. Bei Dirk ist eher so semi, aber. Ja, ich mach das so, wie Bjarne gesagt hat. Letzte Woche habe ich es anders gemacht. Da hieß es, Soll ich übernehmen? Willst du weiterfahren, Tobi? Lass mich mal noch einmal machen. Nächste Runde steige ich aus. Hört. So, Dirk, siehst du, da ist er wieder weg. Nach der gekommen, vor der gefahren. Wieder. Ja, alles gut. Ich könnte ja auch mal Silo schieben. Titel ändern, warum? Ab 19:30 die Landeersuche ist doch okay. Also, ja, könnte man, aber die Tastatur liegt links unter mir. Hau bloß ab. Was ist? Was will er? Ach, Scheibengleister, ich wollte da ein 6R ranschmeißen. Vergessen. Hattest du erwähnt? Oh shit. Dreh um. Ne. Okay. 75:30 von Adrian, Yannick. Fischi sagt, sein PC macht gerade sämtliche Updates. Und Mods muss er auch noch ziehen. Naja. Jeffrey, ich hab da steht doch Hofbergmann und ab 19:30 Landersum. Also Zeit für eine Cloud. Ganz falsch. Ich wollte es jetzt nicht sagen, aber. Jetzt geht das wieder los. Ganz falsch ist es nicht, aber man könnte jetzt auch das Hofbergmann rausnehmen. Das stimmt. Weil Farming gut sind normalerweise mach die Updates alle schon über die Cloud gelaufen. Selbst die Windows-Updates. Alles. Photoshop-Updates. Und dann kommst du zu uns, ist alles noch manual. Ja. Genau. Ja, oldschool nennt man das auch. Oldschool, ja. Ich mit jedem neuen Molch. Wir können damit nicht um. Eben. Wir können doch damit gar nicht um.
Kommt da was von vorne? Ja. Oh, Scheiße! Halt! Oh, nee. Den hast du nicht gebracht, Ben. Ich wollte den gerade eigentlich immer holen. Ich hab's gesehen. Ich dachte, du guckst nur kurz und reißt dich wieder rein. Komplett, komplett hey, aber einfach jetzt, nur. Aber einen guten Aspekt hat das Ganze jetzt. Jetzt passt wenigstens die Maße von der Motorhaube. Ja, genau. Tobi, das kannst du dir schon wieder nicht ausmalen. Ja, das war krass. War das eine Verkleinerung, oder? Nö, Dirk wollte irgendwo anders langfahren, weil der Meinung ist, er sei 10-mal schneller als ich. Ich bin natürlich ich vor ihm wieder eingebogen. Und dann wollte er einfach überholen, ohne zu gucken, ob halt vielleicht irgendwie noch Björn kommt. Nur ich hab ja geguckt. Und zack, sind die frontal ineinander geknallt. Nein, sind ja, wir nicht. Natürlich. Wir haben gebremst. Das bedingte Reaktionszeit und dann war halt vorbei. Wir haben uns ja so leicht berührt. Mhm. Der 39 ist jetzt einen halben Meter kürzer, aber es ist schlecht. Dirk Stirn klebt mir das auf den Lippen. Frag mich, was du da baust. Hängst du jetzt auch noch am Zaun? Im Baum schon wieder, Mann. Dieses Scheißding säge ich gleich ab. Ach, voll hier. Diese Kacke jedes Mal. Garantienabend. Kommt da was? Bah. Ja, vor allem ist er schon auf der linken Spur, weißt du? Ja, genau. Also, unglaublich. Ich hab mir ja kommen sehen. Ich dachte mir, der kann mich mal jetzt kreuzweise. Ich fahr jetzt raus. Ja, das habe ich auch gesehen. So, siehst du, wo du gerade so schön am Fluchen bist, Dirk, da fällt mir gerade was ein. Was kann ich die Mülleimerhalle als Sound Alert einrichten? Von mir aus. Mach dir doch nicht, mach da einfach. Er hat doch mit. Klar, frage ich. Nein, hat er hier mit Beitritt zum LUBZ jegliche Rechte an irgendwelchen Sachen abgetreten. An der persönlichen Sprache entfallen. Gibt's nicht mehr. Nee, Karanti. Ja. Karanti haben wir vergessen. Haben wir gerade festgestellt, dass wir das wollten. Ist hier? Wer hat hier eigentlich gemäht? Haben. Hier steht ja noch die Hälfte. Das war doch wieder der Alte. Ich hab gar nichts gemacht. Das sagst du immer. Ist dir mal aufgefallen? Ja, ist ja so. Und am Ende kommt bei raus, ich hab T gedrückt, ich hab T gedrückt. Ja, das ist richtig. Ja. Schwierig. Da hinten war jetzt alles weg. Keine Ahnung. Ich war da nicht. Du kommst doch gerade von da hinten. Ich frag mich sowieso, woher du kommst. Ich komm doch nicht von da. Wer ist denn das jetzt hier? Ja, ich. Hä? Ja, aber ich komme noch nicht von da hinten. Ich komme von der Einfahrt. Ha. Kriegst du das alles rein? Ja, klar. Dann fahre ich rüber auf die andere Fläche. Dieser Dreck. Kannst du nicht erstmal da unten gucken, ob da noch was ist? Da ist nichts. Da ist nichts mehr. Ja, dann ist doch gut. Dann fragst du mich ruhig dich doch. Welche Fläche? Ich hab gar nichts gefragt. 213? Ja, ja. Du hast mich doch gefragt, ob da noch was ist. Hab ich nicht. Oh, leck mich doch am Arsch. Nee. Ja. Nee, hab ich nicht. Nee. Ich mach's nein. Nee. Das ist Quatsch. Das kannst du so nicht sagen. Er hat auf jeden Fall gefragt, ob da was von vorne kommt. Ja. Ja, so ein Ding ist das. Ja. Ja, Karanti, das werden wir aber noch testen, weil das ist schon für etliche Schlepper hier sehr interessant, das CVT-Dingsi. Dingsi, ja, oh ja. Dingsi-Bumsi. Sonst gutes WE gehabt. Ja, ich war auf einer Hochzeit gewesen. Das war ganz witzig. Ja, Gratulation, Mensch. Nee, nicht meine. Oh, ansonsten habe ich Sonntag ein wenig mich ausgeruht. Also Sauerlachse. Nee. Okay. Ich hatte auch überwiegend Sonnenbrand und die Dame des Hauses sagt, oh ja, schön heute an See. Ne, auch schon hier 30 Grad Sonnenschein. Ich sage, ja, das könnt ihr machen. Ja. Dann viel Spaß. Genau. Hast du dich dezent enthalten? Ich habe mich dann enthalten an der Stelle erstmal. Ja, auf jeden Fall. Ja, manchmal.
sicher. Fahren wir bald ja an der Ostsee, da muss ja nicht jetzt noch am See schon wieder rumliegen. Das ist ja auch Quatsch. Nee, ich dachte, ich ruhe mich mal noch ein bisschen aus. Ja. Ja. 75:30 von Adrian ist bei mir auf dem Discord-Server, beispielsweise im Download-Segment oder auch in der Mod-Liste. Ja, unser Sohnemann kann nun seit dem Wochenende oder Ende letzter Woche officially Fahrrad fahren. Oh, sehr geil! Geile Nummer. Herrlich. Da sind wir aktuell noch dran, das zieht sich gerade noch ein bisschen. Ja, das hat sich bei uns auch sehr, sehr gezogen. Die Lust war dann auch nicht so immer da, aber dann ging es tatsächlich wieder Schlag auf Schlag. Wunderbar. Der Klassiker. Krass. Sehr, sehr stark. Jetzt ist er natürlich angefixt, ne? Jetzt ist es jeden Tag. Jetzt geht's los. Geil. Ja, klar. Wunderbar. Ja, ich piek dann immer mit ihm hier im Block immer rum, das ist alles gut. Das ist cool. Ehrlich. Sehr geil. Richtig stark. Lauser, müsste ebenfalls eine Modliste sein, ansonsten Mod-Hub. Damit ihr nochmal Nostalgie schwelgen könnt, meine fängt jetzt gerade an, von alleine zu stehen. Oh, auch geil. Ja. Auch sehr witzig. Ja, hat sie rausgefunden, dass das total witzig ist, die Arme hochzuwerfen und sich nach hinten fallen zu lassen. Das ist natürlich schwierig. Ja. Aber das ist so schön, wenn die noch immer so wackelig sind, ne? Wenn die also anfangen, ich stehe und dann wackeln die so, das ist echt total cool. Ja, und dann plumps auf dem Hintern. Genau. Auf dann aber Windelpopo. Zack, direkt weitermachen. Ja. Immer sehr stark. Geil, richtig geil. Ja, aber ohne Scheiß, ne? Lass dich mal so auf den Arsch fallen. Ey, ja. Na, tut weh. Geh dann mal wieder so einfach auf, so wie die das machen. Das ist krass, ne? Stimmt. Auch teilweise ohne die Hände zu benutzen. Ja, ja, genau. Raus, ne? Also zack, zack und stehen wieder. Ja, wunderbar. Ja, echt verrückt. Verliere interessanterweise in Kurvenlagen extrem viel Leistung. Sobald ich einlenke. Merkwürdig. Du hast kein Problem, wenn ich gleich voll bin, dann warte ich erst 2 Minuten, bis du vom Feld runter bist und komme dann hinterher. Bla bla bla. So, warte mal, die Ausfahrt. Musst du doch hier, ach, da drüben. Fährst du jetzt komplett über die Schwaden und fahr ich? Nein, ich bin extra außenrum quasi gefahren, um jetzt hier nicht ständig überall drüber zu donnern. Warte mal, ich kann nicht so schnell. Ich weiß. Nee, der hat echt, für den Ladewagen hat der hier zu wenig Leistung. Was passt da rein in den Ladewagen? Ich habe jetzt 36 Kubik drin. Okay. Ist eigentlich nicht so viel, aber ich weiß nicht, was der Glas hier fordert an Leistung. Scheinbar mehr als ich hab. Ich guck eben selber, wo ihr seid. 213, 216. Was? Feldnummer 213, 216. Ist korrekt? Ja, ist korrekt. Das kannst du dir echt nicht ausdenken. Die Diff-Sperre, ja, das stimmt. Das wäre dann natürlich optimal. Aber das sollte man doch beim Lenken eigentlich nicht anhaben, die Diff-Sperre. Nee. Das ist eigentlich gar nicht so gut, ne? Die überhitzt dann pling. Oder? War das nicht so? Differential dann irgendwie ein bisschen leidet? Ja, ein bisschen. Ganz dezent. Und deine Reifen auch irgendwie so ein bisschen. Und die Reifen auch, ja gut. Das drückt sich weg.
Aber ich glaube eher das Diff. Ja. Ich glaube, das findet das nicht so stark. Ja. Kladde rein, dicht schweißen, Gewisse ein. Ja. Oh, wenn das zerbröselt, scheißegal. Hello, Francie. Moin, Tobs und Digga. Moin, Digga. Wird der T7 von Shifty im Privatmod? Nee, gegen 4,99 ist er zu erwerben. Nein, der wird natürlich irgendwann mal rauskommen. Deshalb, also es, ne? Ja, sind jetzt mittlerweile 5,99. Also, dann eben. Aber im Abo, ne? Im Abo-Modell. Ja, ja, ja. Abo-Modell. Nein, Tobi Schäder hat das schon. Auch. Ja, die auch. Tobi hat das schon vorgesehen, so war doch der letzte Stand, dass er es gern veröffentlichen wollen würde. Dirk, Alter, moin! Jo, das stimmt, das stimmt. Moin! Hier wurde gerade schon gefragt von Fendt1233, ob ich sagen kann, wie viele Wochen das noch dauern wird. 60. Habe ich gerade schon gesagt. Kann ich nicht sagen, will ich nicht sagen, werde ich auch nicht sagen. Genau. Der ist fertig, wenn er fertig ist. So sieht's aus. Katastrophe. Das soll ja auch alles ein bisschen anständig werden, ne, Freunde? Genau. So ist es. Leute, wartet doch bitte ab, wenn es soweit ist. Es macht doch noch gar keinen Sinn zu fragen, wann, wie, wo, was. Macht doch gar keinen Sinn. Weiß man doch jetzt noch gar nicht. Also er soll auf jeden Fall kommen mit allen Features, die er dann kriegen soll. Was machst du da, Alter? Alles ist gut. Das macht er die ganze Zeit schon irgendwie so komisch da rum. Wo seid ihr denn überhaupt? Nein. Hier ist ja gar keine Mitte. Ja. Nee, ich alle hier. Nicht. Mach doch das einfach mal so wie ich hier. Dann kann man nee, das auch da meckert hier der... Ja, wer meckert denn da? Da meckert doch gar keiner. Ja, der hat doch letztes Mal auch genölt. Wer denn? Ja, Bjarne. Ach, ja, lass ihn doch. Genölt. Ich hab nie genölt. Ach, laber doch nicht. Aber mach mal, kipp mal so ab. Wo ist das Problem? Das ist doch super. Ja, du auch. So, jetzt habe ich mal erst Zeugnis jetzt. Ja, ja, natürlich. Wichtig, wichtig. Wichtig, wichtig und richtig. Zack. Na sicher. Moin Felix, LOWZ und schon Dirk. Oh, moin. Moin.
muss ich gleich mal kurz rechts ran. Ich muss einmal an die frische Luft, ey. Was? Was? Konntest du dich wieder nicht dicht halten, oder was? Nee. Ich hab aber, wie gesagt, 3 Quadratmeter. Kein Fenster. Tür ist zu. Zu kurz dunkel Alter. Geworden, oder was? Alter. Nö. Also, schmeckst du ihn schon, oder was? Aber ich habe mindestens 20 Liter auf dem Stuhl liegen. Schweiß. Ja. Alter Vater, ey. Du hast deinen Stuhl geschweißt. Ja. Dich geschweißt. Cool. Kackstuhl. Ja. So, bis gleich. Oh, Bruder. Ja, bis gleich. Nein, oh, den ja, neuen Fernseher gibt es nicht. Anstiegen auf 29,1 Grad. Das geht doch noch, das ist doch herrlich. Herrlich. Gott, wie man das mit dem Schild auf dem Sack geht, das ist ja wirklich zum Kotzen. Ja, es ist schon ein bisschen ungeil. Ja. Wir müssen dringend rausfinden, was das ist. Außer uns scheint auch niemand die Probleme zu haben. Naja, der Klassiker halt wieder. Hier läuft das, hier ist alles gut. Fan, die Frage gebe ich nicht weiter. Das mache ich nicht. Wir wollen sie ja gar nicht übertreiben, ne? Es gibt ihn ohne DBL. Ach, ja, gut. Und Smete, ja, ganz ursprünglich vielleicht mal. Aber das hat damit schon lange nichts mehr zu tun. Das mit dem Schild ist Vanilla, aber manche Leute haben das Problem eben nicht. Also kann es ja so Vanilla gar nicht sein. Sondern es muss ja an irgendeinem Skript oder was liegen. Ah, nee, warte mal, da hat doch neulich jemand... Ach, warst du das, Jeffrey, der das geschrieben hatte? Dass man in die XMLs rein muss. Das haben wir auch schon wieder vergessen. Dirk, du erinnerst dich? Nee. Das war am Donnerstag, wo es hieß, man muss in die XML dieses Gerätes rein und kann das diese Funktion da ausmachen. Hieß es doch am Donnerstag. Genau. Und dann hat irgendwer gesagt, das kann nicht sein, weil dann hätten die Farming Dudes das ja auch machen müssen. Und Chris hat gesagt, die haben nichts irgendwo eingetragen. Und bei denen ist es nicht. Deswegen haben wir da eigentlich das verworfen. Aber du, denk, guck's nach. Nee. Wir müssen das flacher gestalten. Ich weiß nicht, wie das sonst verdichtet werden soll. Weißt wie? Das habe ich letztes Mal auch gesagt und dann hieß es, schieb das doch so hoch, wie es geht. Nee, das stimmt nicht, weil dann hat das nämlich der NJ auch schön flach, Pascal dann auch, natürlich. Wer war's denn, verdammt nochmal, auch schön gemacht. Ja, hundertprozentig. Natürlich. Ich habe mich auch mit dem, schieb das oder fahr so rückwärts, so weit rein, wie es geht, so hoch, wie es geht und dann so langsam wie möglich nach vorne. Das geht doch nicht. Ja, aber so ist es mir gesagt worden. Wer macht denn sowas? Was glaubst du, warum ich es mache? Das ist doch scheiße. Das ist doch Quatsch. Gib doch den Bums da einfach rein. Ja, aber dann kriegen wir das doch nie verdichtet. Doch, wenn du das hochschiebst, da ein bisschen und vorher ein bisschen verteilst, dann geht das schon. Ja. Vielleicht der Füllstands. Wieso soll der Füllstandswarnungsmod verhindern? Nee. Nee. Das sind ja völlig unterschiedliche Funktionen. Der eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Nee, ich weiß es nicht.
Das mit den Dudes ist halt das, was mich dabei irritiert, ganz einfach. Weil die Problematiken genau. Nicht haben. Der Ackerschlepper-Junkie verabschiedet sich. Tschüss mal lieber. Tschüssi. Hau rein. Wo rein auch immer. Na, das ist ja was. Warte mal. Der mache ich dem doch glatt mal ein Sternchen hinter seinen Namen. Ja? Muss ich aber suchen, der steht aber schon ziemlich weit vorne. Was? Alice Agrar. Was? Alice Agrar, der steht in dem Buch schon ziemlich weit vorne. Ich habe jetzt gerade hinten geguckt, aber der ist schon lange ein 31er. Deswegen kriegt er jetzt ein. Aber jetzt kriegt er ein Sternchen. Weil das war nett. Hätte ich ja gar nicht erwartet. Irgendwie klingt Tobi anders. Ja, der hat ja andere Mikrofontechnik. Ein bisschen, ja. Ein bisschen. Fan 1233, wenn es wirklich so sein sollte, was ich nicht glaube, bist du als erstes komplett gebannt. Oh, jetzt. Und frag jetzt nicht warum. Kaffee Hike, moin. Jo. Moin. Moin. Ja, moin. Fan 1233, du warst doch eben noch hier am Start. Was ist denn los bei dir da? Sag ich doch. Warum fragst du noch? Lies mal ein bisschen weiter oben. Kann ich modden? Ja klar, das reicht. Um gebannt zu werden, ja. Nö. Ja. Fährst du los, Felix? Dann schiebe ich noch ein bisschen. Nee, fahr einfach weiter. Schieb mal jemand hier von den Birnen. Egal, wer da kommt, die werden alle direkt Moderator. So würde ich das machen. Gleiches Recht für alle. Ja. Eben. Ja, Bindung aufbauen. Genau. Anders spiele ich heute wieder, aber ganz anders. So, schauen wir mal, wie sich der 6R jetzt macht. Bin gespannt. Ich auch. Was hat der an Leistung? 275 PS. Da ist ja schon mal eine andere Nummer. Sollte etwas entspannter sein, ja. Ducati Lars, ist das so mit dem Fan 1233? Okay, alles klar. Naja, Jeffrey, Jeffrey schreibt das schon. Ich würde das auch tatsächlich nochmal mir reinziehen wollen. Ich wüsste noch nicht, welcher Eintrag das jetzt nochmal in der XML war oder sein soll. Wie das heißt. Auto Level oder irgend so ein Kram vielleicht. Das würde ich gerne nochmal mir anschauen wollen. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass sich das automatisch in alle Mods einträgt. Oder? So eine Funktion. Obwohl, wir haben ja Standardschilder. Ja. Aber nur Standardschilder? Ja. Okay. Modschilder haben wir natürlich noch nicht probiert. Schiebeschilder. Also mir war auch so, dass es im 19er diese, ich sag, nenn's mal Funktion nicht gab und im 22er eben automatisch hoch und da blablabla. Aber das funktionierte auch relativ gut. Mhm. Kann ich Dirk mal zeigen? Was? Was? Wo soll ich denn den zeigen? Was los ist mit dir? Hitzschlag oder was? Ihr redet in Rätseln. Kannst du Dirk mal zeigen? Also, Bruder. Ganze Sätze, Leute, und Satzzeichen retten Leben, ich sag euch das. Ingame? Was? Ich weiß nicht, wenn ich ihn sehe. Dann müsste jetzt dort vom. Ne, das ist. Es ja, gibt auch ein kommt vom Feld jetzt. Genau, es gibt jetzt mittlerweile auch ein Meme. Ja. Ja.
Das stimmt, da könnte man ein schönes LS-Meme draus machen. Oh ja, oh ja. Da ist Dirk. Herrlich. Oh, A, I, O, Gott. Was? Ich weiß nicht. Was passiert? A, E, I, O. War es wunderschön. Dazu. War wirklich wunderbar. Felix, kannst du die Bahn hier anfangen, bevor. Jo. Dann mache ich aber die nächste, passt schon. Mein Tauben. Ja, Tacho. Tacho. Tacho? Tacho. Ist das nicht was mit Karten legen? Das was mit Karten, glaube ich. Eieieiei. Wie denn los? Alter, ist das warm hier, ey. Boah. Moin, Yannick, AGR. Na, das läuft ja hier schon ein bisschen. Moin. Ja, moin. Locker. Oh, wo bleibt Fischi, Mann? Hat er gar nicht gesagt, dass er kommt, oder? Natürlich! Hat er? Ja, oder? Ich bin mit dem in engem Kontakt. Mhm. Sehr gut. Mhm. Nee, ist doch schön. Ich hab doch gesagt, der muss erst noch Updates machen. Ja. Ja. Scheiß Cloud funktioniert wieder nicht. Ja, Dreck. Hinterwäldler hat er uns genannt. Bitte? Ja. Mhm, was? Das spielt wohl. Weil wir nicht mit der Cloud arbeiten. Ja, keine Lust, jedes Mal den ganzen LS umzuschreiben, damit ich bei jemand anders mal mitspielen kann. So ein Ding nämlich. Herrlich. Danke für das Follow. Dankeschön. So. Ich werde jetzt so fahren, wie der Alte das will. Dann können wir nicht alle mal. Wenn es auch wieder falsch ist. Nee, ist doch richtig so. Warum denn nicht? Nee, ich mach das so, wie du das gesagt hast. Na, ich fand das ganz gut so einfach. Da liegen halt nicht 85.000 Würste nach vorne hin, die du sowieso nicht ordentlich geschoben bekommst. Naja, es wäre auch meine Überzeugung so gewesen. Ja. Das geht ja nicht. Wieso denn nicht? Ja, hast du gehört. Verstehe ich nicht. Ja, ich auch nicht. Ich auch nicht. Scheiß auf. Was ist hier? Oh, ich weiß, was ist. Oh, was nee. Ist oh, was nee. Ist denn jetzt? Was hat er? Bist du nicht gegen? Nee, du bist fest. Du bist nicht gegen die Wand. Ah, ich weiß. Agaleo, moin. Jetzt muss ich tatsächlich die Taste suchen. Für meine Allradzuschaltung. Na, ich kipp schon mal ab. Ja, fahr woanders lang. Oh. Man hört die Überforderung bis hierher. Herrlich. Herrlich. Oh Mann. Mann. Oh, das war der Joystick. Oh. Da kannst du gleich mal das andere Kabel noch rein und raus. Zieh sie am besten nee. Alle mal. Nee. Jetzt muss ich erst wieder das Profil laden, weil ich gerade den Joystick abgeschaltet habe. Herrlich. Ach, ist das großartig. Ist schön. Ist schön. Ach, ihr könnt mich mal, ey. Schlechte Menschen, ihr seid wirklich. Hm. So schlecht, ne? Das ist wirklich nicht zu fassen. Mhm.
Herr Lightning, das werde ich nicht verraten, wo Dirk herkommt. Also kannst du auch schlecht nachgucken, ob da irgendwas explodiert ist in der Nähe. lustig. Aber wir lassen das mal, sonst hat der alte Mann doch zu viel Puls. Ja. Ach Quatsch. Heller Blitz am Horizont. Glaub nicht. Für dich mit hohem Puls? Nee. Er hängt. Das ist doch bei dir alles hier Ruhepuls, Alter. Ja, ne? Ja, komplett. Normal. Ja, das sehe ich aber auch so. Ganz normal. Also ich glaube, ihr Lieben, wenn Dirk so richtig aus die Jacke kommt, das haben wir, glaube ich, so noch nicht miterlebt. Das ist richtig. Das denke ich auch. Also ich spreche da jetzt mal einfach mal so frei raus. Nö. Ja, warum auch? Gibt da hier keinen Grund. Nö. La 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 la. Also hier hinten, das müsste der südliche Bereich sein dieser Fläche, liegen noch zwei kleine Schwaden, die kriege ich nicht mehr mit. Komm, ey. Jo. Ja, ich denke mal, hier im nördlichen Teil bleibt auch gleich noch was liegen. Reste sammeln? Ja, ist jetzt Reste sammeln hier. Warum hast du eigentlich heute Hof Bergmann gestreamt? Warum nicht? War das nicht Galgenberg? Mal so, mal so, ne? Ah ja. Wie so zu tun ist und. Ach so. Je nach Aufgabenlage. Ja, verstehe. Meine Hupe geht nicht. Nein. Ich hab was gehört. Ah, okay. Meine geht immer nur nicht, wenn Björn in der Nähe ist. Richtig, genau das war's nämlich gerade. Tatsächlich. Ohne Scheiß. Soundlag. Ja. Ja, die Tage morgens, das war auch eine Oberkatastrophe. Da bringe ich den Lücken zur Schule morgens. Mhm. Und mein Schwiegervater ist vor mir, ne? Zufälligerweise. Und an einer Kreuzung, wo er im Prinzip geradeaus fahren musste und ich links abbiegen musste, macht er einen Warnblinker einmal an und lässt ihn zweimal leuchten. Mhm. Und ich dachte so, dann machst du kurz Lichthupe. Anstatt Lichthupe habe ich tatsächlich die Waschanlage angemacht. Oh nee. Ja, sicher. Ich hoffe, dein Schwiegervater hat das gesehen im Spiegel. Nee, der hat das nicht gesehen. Ach, der sagte auch irgendwie, ich weiß nicht, ein paar Minuten später hat er angerufen. Ey, was ist? Hast du mich nicht gesehen? Grüßt du nicht mehr oder was? Ja, hast du da gesagt. Ich habe doch die Scheibe sauer gemacht. Ja. Doch, ich hab meine Scheibe gefasst. Nicht ein Ernst, ich sag ja. Passiert. Alter, das ist schon hart. Der Löte sagt, was machst du? Ich sag, weiß ich auch nicht. Ich weiß es nicht. Papa, kannst du mich bitte rauslassen? Ich würde gehen. Ich krieg keine Luft mehr. Ich krieg keine Luft mehr, ich muss raus. Der Beste. Schön. Lieben wir. Geilo. Ja, ich auch. Oh, ist hier jemand hinter mir oder kann ich hier mal ein schönes Bild machen? Ich glaube, die Fläche ist durch. Ah, ist da unten nichts mehr? Und dann müssen wir gleich noch mal schauen, wo wir da hingehen. Hast du im nördlichen Teil die Reste noch aufgeprügelt? Ich bin hier oben jetzt gerade, aber hier ist jetzt irgendwie nichts mehr. Gang ist auch noch mal hier. Oh, und scheint tatsächlich alles weg zu sein jetzt, ja. Ja, dann ist gut. Aber da lagen nämlich noch so ein paar Stückchen. Ja, da brauchen wir jetzt nächste Fläche, würde ich sagen, oder? Haben denn Rico? Ja, ich guck gleich mal, ich mach gleich die Liste auf. Muss noch mal eben schnell noch bis zur BGA durchfahren. Ja, müssen wir das hier noch abhaken, beides, ne? Ja. Das ist richtig.
Monster Bonnie. Moin. Moin. Schon wieder ein bisschen was zusammengekommen hier an. Krass, wa? Ha. Kannst nicht mehr sehen noch. Och, so 164, glaube ich, oder? 164, 138, 139. Was? Wo? Na, ich guck mal eine Liste. Wo bist du denn? Um Gottes Willen. Bei mir zu Hause. Ja. 138? Wo ist das? In Landersee. Nee. Ach da. Ach du Scheiße. Oh. Oh. Oder? Ja, die Flächen kommen mir auch so unbekannt vor. Ich glaube, die müssen wir noch. Oh nee, jetzt ist hier Filter aktiv. Oh aber, nein. Oh, das ist aber anders schwierig. Wie mache ich den Filter weg? Scheiße. Noch so ein Excel-Legastheniker, ey. Ey, ich hab mir so einen Kurs schon gebucht auf Arbeit, aber war noch nicht. Moin! Ja, ist ja nicht schlimm. Du musst wieder auf das Filtersymbol gehen und dann auf keine Filter drücken. Hier, cool. Dieses Trichter-Filtersymbol. Ja, kein Filter. Ja, ja. Du. Okay. Bitte. So, von mir aus. 67. Ja, war vielleicht ein bisschen zeitig angefangen, ne? Was sind 67? Hä? In Landersum. Scheiße, wenn Touché. Wieder einholen. Touché, ja, ja, Touché. Auch relativ schnell. Ja. Kornschieber. Ist. Weg. So, ich schieb noch mal ein bisschen, wa? Macht der von den anderen außer Tobi sonst keiner hier? Ey, ich hab auch schon. Das ist richtig, Dirk, du? Wie hast was? Du schon reingeschoben hier? Ich weiß nichts. Was ist denn? Ich hab schon. Und da hast du gesagt, nee, warum schiebst du das alles so hoch? Mach das nicht. Ne? Hm. Mhm. Ja. Ja, 139. Das soll fertig sein. Und. Warte, ich guck nochmal mit hier. 38. Ja, guck mal lieber. Guck du doch mal. Nun guck genau. Doch, ich guck nur was. Guck mal, ob einer guckt. VCR-Schiff, die ist now offline. Schon wieder? Das ist unverschämt. Also. Filter. Krass. Abgeschossen haben wir 95 und 96. Abgeschlossen haben wir 213 und 216. So, 16. Dann hätten wir noch die 220 auf der Liste. Ja. Mhm. Wo sind die eigentlich? Die ist gut. Da unten. Ganz unten in der Mitte. Wir hätten die 164 habe ich hier noch stehen. Ja, dann machen wir jetzt aber erst die 220. Ja, ja, ich guck nur gerade mal durch. Ich fahr zu 220 jetzt. Ja. Nee, mach ich nicht. Gut. Doch, mach ich doch. Was denn jetzt? Ich weiß ja nicht, ob ich hier durchkomme. Mal gucken. Achso, die 164 ist ja, ich fahr auch los. Ich fahr auch los. Oh, nee, Digga. Oh. War wohl nix. Nee. 212 steht auch noch. Die 212 ist doch gar kein Gras. Achso, nee, das ist ja was anderes. Hä?
Ich hab doch Filtergras gesetzt. Hm. 1664 waren wir. Mensch, war 138. Alter. Naja, gut. Bruder, ich seh's nur auf der Karte. Was für ein... Ich mach nichts. Ich auch gar überhaupt nicht. Nee. So. Mann, ey. Kannst du dir nicht ausdenken. Das kannst du dir nicht ausdenken. Kinder, das war super. Du weißt, wer der Rote ist, ne? Und wer der Blaue ist. Nein, Fan, das kann ich nicht, weil ich das selber nicht weiß. EU-Leute, ne? Ey, ehrlich. Ich muss erstmal Tobis Kiste hier wegfahren. Ist das katastrophal. Ja, noch voll hier. Ich dachte, warum werde ich denn so langsam? Ja. Oh, herrlich. Ja, ich habe in meine Kiste nur 50 km/h Getriebe drin. Ja, ich habe 55. So einfach ist das. Ja, bisschen Toleranz. Zack. Ja, ja. Zack. Herrlich. Ja, Freunde. Ja, moin. Ah, hey. Moin. Wer bist du denn? Das war der nächste Abkack. Ja, was passiert denn da immer? Alter, wer hat denn hier die Fahrgassen reingefahren? Keine Ahnung. Oh, ich muss weg. Hm. Internet, hä? Ja? Du hast doch gesagt, das Sturm da irgendwo bei euch oder was? Jetzt ist es aber so weit, dass ich keine neue Verbindung kriege. Ja, krass. Lediglich bei Discord. Zum Spiel? Ja. Aber das ist doch scheiße. Spiel und OBS schrubbt sich auch ein Wolf. Kann keine neue Verbindung mehr herstellen. Ach, das Mist. Das tut mir leid. Das tut mir auch leid. Ja, irgendwie ist heute der Wurm drin. Ja. Ja. Oh, mega. Ja. Das passiert. Mega, der Wurm. Ärgerlich. Auf das Donnerstag nicht mehr so der F ist. Jo. Ja. Wäre ganz cool. Genau. Ja, natürlich. Ah, wird das wird schon wieder laufen. Ja. Das wird schon wieder laufen. Ihr Lieben. Tobi, mein Bruder. Haut rein. Tobsen. Hau rein. Tobsen, hau rein, ne? Bis dann. Grüß nochmal den Chef. Ja, mach ich. Oh, ich war gemutet. Ja, tschüssi. Ja. Ciao, mein Lieber. Viel Spaß noch. Tschüss. Jo, ciao. Hey, wir sollen dich grüßen. Ja, danke. Ja, von Frank. Ja. Er kommt nicht mehr. Oh, schade. Genau. 21:59 müsste gleich kommen. Ach ja, 21:59, ja, dann habe ich nichts gesagt. Ich hoffe, er hat mein Paket mitgebracht. Ach, deswegen kommt er auch verspätet, ne? Ja. Ja. Oh, heute kam ein neues Handy. Und ich habe Rufnummermitnahme beantragt, ja. Schon vor einer Woche ungefähr, damit das, sobald das Handy da ist, ne? Ja. Ein Rutsch, ein Abwasch. Mhm. Nee, geht natürlich nicht, haben sie vergessen einzutragen, habe ich jetzt heute beantragt. Sehr schön. Ja. Ah. Ich mag's einfach. Wenn so ein Plan funktioniert, ne, da gibt es ja extra Mühe, dass das vorher alles schon geregelt ist. Genau. Und dann kommt, warum, ey, es geht nicht, warum nicht? Ja, oh, haben wir vergessen. Ja, ja, genau. Und vorgestern ruft mich noch einer an und fragt, Mensch, Sie haben ja Vertrag gekündigt, bla bla, wieso bleiben Sie nicht bei uns und so weiter und so fort. Ich habe gesagt, Mensch, kein Interesse, besseres Angebot und so weiter. Aber wo ich Sie gerade am Telefon habe, ich habe eine Rufnummermitnahme beantragt. Ja, ja, das läuft alles automatisch. Ja, tschüss. Ja, danke. Herrlich. Unglaublich. Was hast du für ein Telefon bekommen, wenn ich fragen darf? iPhone 14. Nice. Ja. Schön. Bin irgendwann umgeschwenkt von Samsung auf iPhone. Und
Der gefällt mir einfach besser. Ja. Okay. Mir so an sich ist mir die Marke eigentlich relativ egal, aber du hast bei iPhone halt oder beziehungsweise bei Apple ja diesen riesen Vorteil, Apple CarPlay. Den hatte ich damals im BMW nämlich und da habe ich mir dann daraufhin umgeswitcht auf Apple. Okay. Und bin also super zufrieden. Echt. Ja. 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 Also beim Handy, ich habe leider, also was heißt, ich kann da gar nicht mitreden, weil ich habe noch kein anderes gehabt. Ich habe bisher immer nur iPhone gehabt. Ja. Also ich kann gar nicht sagen, ob Samsung gut ist oder nicht. Also ich kann es nicht bewerten. Die, okay. die Geräte sind top. Es die ist sind halt gut, ja. Immer die Android-Version, wobei da das auch alles, es fühlt sich einfach überlagerter an, finde ich ja, persönlich. Okay. Aber gut ist das alles. iPhone hat halt den entsprechenden Vorteil, du hast 6 Jahre, wirst du versorgt mit Updates. Bei Samsung ist nämlich nach 2 ein Schluss oder so, bei Android, genau, ich weiß nicht, wie es bei Google Pixel ist oder so. Ah, guck, nach 2 Jahren ist das schon Schluss? Ja, okay. Noch okay, 2 Jahre. Ich meine, es läuft ja trotzdem noch ein Stück länger, ne? Also, vielleicht haben sie es auch mittlerweile geändert. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber. Was halt ein riesen Vorteil ist, wenn du in dieser Apple Bubble drin bist, ja. Das ist krass. Ja. Das ist tatsächlich krass. Ich habe ja, also ich selber habe ja nur ein Mario, iPhone, danke Mann für deine 16 Monate. Die Frau hat quasi ein iMac, ein MacBook, die Uhr, das iPhone, iPad, genau. Den ganzen Kladderadatsch, einmal ein privates, dann von der Schule eins. Also, und das arbeitet alles irgendwie. Da brauchst du nichts machen, ne? Das geht alles zusammen. Das ist echt Hammer. Das ist halt wirklich geil. Also auch das Teilen von Dateien untereinander, das ist halt so cool. Ja, genau. Das muss ich auch sagen. Bin auch überhaupt kein Fan davon, irgendwas Neues neu einzurichten. Oh, genau. Du dich ja 2-3 Jahre hast dich halt dran gewöhnt, so wo welche App ist, blub, Bilder und so ein Kram. Und ich mache vorhin das iPhone an und zack, fragt er mich direkt, wollen Sie ihre Dateien und so weiter aufs neue iPhone übertragen. Ja, das machen die Google-Dinger jetzt aber auch. Ja, das also super. Super, echt. Und sie genau, also vom Layout, sag ich mal, ist genau der gleiche Kram. Ja. Ne? Also ich was muss mich nicht umgewöhnen und. Was mich bei iOS immer stört oder gestört hat, oder auch noch stört, ist die teilweise fehlende Anpassbarkeit. Da haben sie auch ein bisschen was getan. Mhm. Aber das ist natürlich bei Android-basierten Dingern noch ein bisschen cooler gemacht. Okay. Aber ja. Was meinst du genau mit Anpassbarkeit? Naja, du hast halt bei Apple jetzt am Anfang, du kannst Widgets reinmachen jetzt mittlerweile, ne? Aber das ist alles bei Android ein bisschen offener, da kannst du ein bisschen mehr mitmachen. Ja, okay. Offenheit und bei Apple ist es aber allerdings eigentlich fast auch wieder egal. Also bis auf Dinge zum Anzeigen, weil du hast halt die Spotlight-Suche. Ne? Ich habe mich so dran gewöhnt, von oben nach unten zu ziehen und über die Spotlight-Suche einfach die ersten Buchstaben der App einzutippen. Ja. Und gut ist so, ne? Zum Beispiel. Also ja, man gewöhnt sich an alle Systeme, ne? Ja. Ja, das stimmt. War auch eher ungewollt. Also ich habe jetzt ein iPhone 12, das läuft auch noch wunderbar. Gut, die Akkukapazität liegt jetzt bei 86%. Ja. Aber es ist noch gut, ist in Ordnung, ne? Ja, genau. Ja. Es ist letzte Woche in Kühlwasser gefallen. Oh. Kühlwasser sehr klebrig. Ja. Könnte ich es auch mit Cola werfen. Und ich habe es dann mit Bremsenreiniger übergeduscht und gereinigt und trocknen lassen und so. Aber die Ladebox hat die jetzt leider nicht überlebt. Ja, scheiße, okay. Ja, und da habe ich mit einem Kollegen geschnackt, der sagt, ey, pass auf, ich nehme das. Und dann habe ich mir jetzt dieses 14er da gekauft. Ja. Ja, cool. Alex, 13 Pro, hab gestern geladen auf 50%. Achso, ich dachte die generelle Akkukapazität. Achso, oh, ja, das wäre jetzt auch. Ja, ich habe auch 13 Pro Max. Ich bin jetzt aber nicht so der übelste Power-User, weil ich auch den ganzen Tag hier sitze. Ja. Aber wenn ich mich anstrenge zu Hause, gucke ich dann viel drauf tatsächlich. Ja, okay. Weil, ne, dann bist du zu Hause für Couch, ne, Kind im Bett, machst du dies, das, guckst hier, da. Wenn ich mich anstrenge, komme ich 2 Tage. Echt, wahr? Echt? Wow. Ja.
Ja, ich komme einen halben Tag mit dem iPhone 12 jetzt, aber ich telefoniere auch bestimmt 200 Mal am Tag. Also, na ja, gut, okay. Ja, das zieht natürlich noch. Und jobbedingt, ne? Ja. Ach so, ist das ein Firmentelefon? Nee. Privat. Und? Firmentelefon hätte ich beantragt, aber die Auswahl ist da nicht so, nicht so gut. Mein Kumpel hat ein Firmentelefon in Nokia gekriegt. Ja, genau, das wäre für uns auch. Das ist hart. Ich habe meinem Chef dann mal meine Telefonliste gezeigt und sagte dann, Mensch, hier, wie sieht's denn aus? Er sagt, ja, haben wir hier super Handys. Mache den Schrank auf, liegen da 50 Nokias drin. Ich sag, Alter, sind ja alle neu. Ja, will keiner haben. Wie kommt das? Moin, Jan. Das ist ja heftig. Ja, aber ich sag mal, es lohnt halt auch nicht jetzt da irgendwie, weiß ich nicht, jetzt für 1000 Euro oder so ein Handy für mich zu kaufen. Kommt jetzt nicht jeden Tag vor mit diesen 100, 200 Anrufen, aber schon, schon oft. Und da hast du zwei Handys und ja, nee, ist richtig. Also du kannst aber auch beim aktuellen, also du kannst ja bei allen aktuellen Telefonen, glaube ich, mittlerweile Dual-SIM machen, ne? Auch hier die virtuelle SIM-Dings. Ja. Wir hatten ja früher Firmenhandys, da konnten wir dann quasi auch, mussten wir im Prinzip nur, weil, also ich sag mal, du kriegst ja eins kostenlos dazu, wenn du einen Vertrag machst. Und wenn wir dann halt, das war es aber halt ein älteres Modell. Ja. Und wenn wir jetzt gesagt haben, nee, ich will aber das neueste Modell haben, dann mussten wir die Differenz dazu eigentlich bezahlen. Also dann immer selber. Privat. Ja, gut, ja, genau. Ist dann irgendwann halt geändert worden, weil die halt gesagt haben, pass auf, wegen der Datenschutzgeschichte, ne, DSGVO, ist nicht mehr. Also kein, ihr könnt es machen, aber keine privaten Kontakte drauf, keine WhatsApp, kein nichts, ne, kein Social Media, gar nichts. Ja. Ja, da habe ich dann gesagt, nö, du, dann machen wir das mal ganz einfach, mein lieber Chef. Ich hole mir ein privates Handy. Nutze das Firmenhandy auch nur für die Firma, aber dann bin ich auch, wenn ich Urlaub habe, nicht mehr erreichbar. Mhm. Ja. Weil, weißt du, sonst klar, war mein Handy immer an, dann ist man auch rangegangen, ne? Dann war es jetzt nicht ein Problem. Hat mir auch nie irgendwie, war jetzt nie ein Nachteil, das mal halt zu machen, ne? Ja. Da hätte ich jetzt auch kein Problem mit gehabt, aber wenn es halt so ist, dann sage ich natürlich auch an der Stelle, stopp mal. Ja. Dann geht das aber auch nicht mehr. Ja, ist ja dein gutes Recht. Ja, natürlich, also, klar. Genau. Der war jetzt auch kein Problem, ne? Aber man muss es ja zumindest dann auch mal. Man muss drüber sprechen und dann. Genau. Passt das auch. Weil du weißt ja, wie es ist, ne? Dann fragt dich der Chef irgendwann, du warst sonst auch immer erreichbar im Urlaub. Warum bist du jetzt auf einmal nicht mehr im Urlaub? Er hat keine Freigabe. Genau. Ja, ist so. Aber das ist schon dreist, ne? Bist du in deinem Urlaub nicht erreichbar? Also das gibt's bei mir schon. Ja, normalerweise würde er das nicht tun, aber der tut das natürlich, weil ich es halt die ersten 10 Jahre immer war. Macht der Gewohnheit, ne? Ja, klar. Klar. Ich sag auch ganz ehrlich, also ich will auch gar keine zwei Handys haben. Du musst ja immer beide mitschleppen, Alter. Ja. Oh, das ist total nervig. Und dann, ich habe ja schon, also ich habe Arbeitshose an, habe ich im guten Fall dann noch halt eine Weste an. In der Weste kann das Handy rein. Wenn die Arbeitshose nervt, es schon wieder. Ja. Dann musst du auch ein bisschen aufpassen und so. Ah, nee. Ja. Nee. Ja, ich sag mal, wenn man das Schild in einem gewissen Winkel anstellt,
dann kannst du das auch lassen, wie es ist, ne? Dann geht das auch, aber... Oh, ich würde mir schon wünschen, dass man wieder vernünftig schieben könnte. Ja, glaube ich. Weil das macht an und für sich ja auch schon Spaß, muss man sagen, also... Wenn das schön funktioniert. Also musst du jetzt hier draufschieben wie sonst was. Das ist nicht so cool. Ich glaube, deswegen kommt der Fisch auch nicht. Naja. Glaube ich auch, du. Ja, also ich habe nicht im Lotto gewonnen. Scheiße. Das, ja. Warum nicht? Man hätte sich mal ein bisschen angestrengt. Ich wollte gerade sagen. Ja, ja. Ich, also. Was soll ich nochmal? Ich bin am Schluss. Lass dir doch, lass dir einfach mal die nächsten Nummern von ChatGPT. Genau. Geil, ja, genau. Das wäre krass. Alter, wenn das klappt, ne? Da krieg ich aber die Hälfte. Ja, können wir machen. Ja, machen wir mal. Muss ich kurz überlegen. Also, jeder von meinen Jungs kriegt schon mal eine Harley. Das, ach, Scheiße, das steht schon mal. Nee, brauche ich nicht. Ich nehme sie. Alter. Ja, geil. Neues Familienauto. Überleg mal. Ja, ja, kannst du Harley kriegen? Nee, ich nehme Fendt. Ja. Was willst du mit dem Fendt, Junge? Ist mir doch scheißegal. Was will ich mit der Harley? Hab keinen Führerschein. Na, stimmt. Die fährt auch ohne Führerschein. Nur das macht die, ja. Ja. Fendt auch. Na, das stimmt. Ja, dann kannst du sogar, wenn du, ne, 40 fährst oder was, kannst du dann auch so fahren, oder? Ja. Ja. Hm. Aber ohne Anbaugeräte meine ich, ne? Oder ja, also Anbaugeräte schon, aber ich glaube Druckluftbremse nicht, ne? Genau. Irgendwie sowas, ich weiß es nicht genau. Ja, genau. Ja, irgendwie so. Ach, scheiß drauf, ich fahre alles so. Ja. Ja, das machst du natürlich nicht. Egal. Natürlich nicht. Nee. Psch. Macht man nicht. Nein. Oh, jetzt habe ich mal selber hier einen Weg gestellt. Das ist eine Scheiße mit den Schildern. Ich werd wahnsinnig. Meine Güte, das ist doch... Tja, wer hat das bloß gemacht? Nee, spazieren fahren mit dem L sowieso nicht. Nee, das ist... Spazieren fahren darfst du gar nichts. Nee, richtig. Ohne Führerschein, ne? Na, also ich meine mit. Darfst du auch nicht. Spazieren fahren. Nee, stimmt, da bräuchtest du... Also wenn du grüne Nummer hast, nicht, da bräuchtest du die schwarze, ne? Und da brauchst du wieder... Ja. Einen anderen Führerschein, oder? Wenn das nicht, wenn das nicht Agrar ist, darfst du die grünen Nummern nicht haben, dann brauchst du schwarze und der Führerschein bleibt, glaube ich, noch gleich. Du musst Arbeiten nicht durchführen. Das heißt, du darfst zum Beispiel nicht für eine BGA fahren. Richtig, ne? So ein Ding war das da. Genau. 88% drüber komme ich nicht, ne? Ja, schwierig. Mhm. Scheiße. Zeddy, guten Abend. Hallo? Das kriegen wir doch niemals fest. Da brauchen wir eine Silo-Walze wieder. Die macht aber alles fest. Nur wenn es weg, dann TL, sonst CE, wenn es gewerblich ist. Ja. Und CE ist dann schon mal wieder eine ganz andere Nummer, ne? Ja. Ich glaube, Ansgar macht gerade CE, kann das sein? Kann sein, ja. Ich glaube schon, ja. Irgendwas macht er gerade. Der macht bestimmt irgendwas gerade. Ja, der hat doch eine Story gepostet mit LKW. Normal LKW hat er ja schon, dann kann es ja eigentlich nur...
Ja. CE sein, ne? Ja, im Podcast hat er ja auch irgendwas erzählt. Habe ich noch nicht also gehört. Irgendwas. Ja, nee, den neuen habe ich gerade angefangen. Der ist, glaube ich, heute erst gekommen, ne? Genau, der ist heute erst gekommen. Nee, das, dann war das im letzten, da hat er irgendwas gesagt. Ja. Doch, doch, Jeffrey, doch, doch. Also, wie ist gerade der Houston geschrieben? Ich muss das ja doch ein bisschen weiter zusammenschieben. Sonst kriege ich die Verdichtung nicht rein. Ah, ist das furchtbar, Freunde. Ja, ist das aber wirklich, also... Ah. Sag mal, mit dem Kleinen geht das dann halt. Eigentlich ganz gut sogar. Ich kann auf dem Trecker mit schwarzer Nummer fahren, mit einem T, solange es unter dem LOF. Was ist LOF? Landwirtschaft oder Forst. Landwirtschaft oder Forst-Zweck läuft, bin ich der Meinung. Das dächte ich nämlich auch für alles andere, zum Beispiel für BGA fahren. Kann man sich jetzt streiten, ist das landwirtschaftlicher Zweck oder nicht? Weil, ne? Aber ja, wenn du jetzt zum Beispiel für die Baustelle fährst, funktioniert das mit den grünen Nummern nicht. Also ich bin der Meinung, mit einem T-Schein darfst du nur LOF fahren. Ja, genau. Ja, das hat mit den Grünen, gut, die Zulassung ist ja landwirtschaftlicher Natur, da habe ich ein bisschen, das stimmt natürlich. Aber führerscheintechnisch, ja. Genau. Okay. Wenn's. Müsst du mal gucken, ich bin mir ziemlich sicher, weil diese Frage nämlich immer wieder bei Hannes aufkommt. Naja, das stimmt. Ich glaube, der hat da irgendwie einen Command für. Ausrufezeichen Führerschein oder so. Okay. Wenn der das nächste Mal online ist, dann muss ich da mal gucken. Ja gut, da kannst du auch so in den Chat reingehen, denke ich mal. Ja, ja. Ach so, und den Command reinklopfen. Also bei mir geht das zumindest, denke mal bei ihm auch. Das weiß ich nicht. Aber ich glaube, bei ihm war das, der hat das, glaube, der hat da glaube ich einen Command für. Mhm. Klar, wenn du alle 10 Minuten gefragt wirst, du, mit welchem Führerschein kannst du das machen? Weiß ich nicht. Nee, dafür sind ja die Commands da, ne? Dafür ja, genau. Macht ja Sinn. Ja. Ist dieser Kilometerzähler hier eigentlich akkurat? Realistisch? Weiß ich nicht. Ja, der wird schon die Entfernungen zählen. Nicht. Das schon sehen. Ja, ne? Ja, ich denke schon. Kommt schon hin. Gut. Dann bin ich jetzt von mir einmal nach München gefahren. 852 Kilometer. Haben wir gemacht, Bomber JD, querfahren. Also, das lag quer. Die Jungs, die müssen gleich wieder reinkommen. So vom Gefühl her. Ja, genau, weg. Und dann kippen die das da quer hin. Das Problem ist einfach nur, mit dem kleinen Schild im Übrigen kann ich steuern. Mhm. Das ist äußerst interessant. Nee, kann ich auch nicht. Sobald wie ich kippe, ist das Thema wieder durch. Silo quer zur Kipprichtung festfahren. Ach so. Ach so. Naja, das Problem ist, ich kann das Schild nicht steuern. Ne? Das geht immer wieder automatisch runter und dann sich das Schild abmachen, weil sonst hack ich mir natürlich volle Bude wieder da rein. Das sehe ich genauso, Houston. Also Führerschein-Quatsch gehört eh überarbeitet. Ja, also ja, ich finde es schon nicht schlecht, wenn man sowas wie ein CE hat, da auch ein bisschen weiß, was man da machen muss. Oder? Also ich habe einen Arbeitskollegen, der hat CE bekommen. Und der kann nicht mal einen Tandem-Anhänger rückwärts irgendwo reinfahren. Also nicht mal gerade rückwärts fahren damit, auf offener Strecke. Er schafft es nicht. 20 Meter gerade rückwärts kriegt er nicht hin. Ja, aber er hat dann den Schein gemacht. Frage ich mich auch. Ja, frage ich mich auch. Aber das muss er doch, also jetzt mal ganz ehrlich, das muss man doch, glaube ich, während der Prüfung auch machen. Also, das muss man ja geübt logisch. Haben. Ja, logisch. Und die üben nicht mit dem Tandem. Die üben ja mit hier so einem, sag schnell, Drehschimmel. Ja, ja. Ja, stimmt, ne?
Ja. Die vereinfachte Kransteuerung. Ich glaube, daran lag das nicht. Ich kann noch mal gucken. Die war im Escape-Menü, ne? Das ist eine geile Idee. Aber ich glaube, das war's nicht. Aber die Idee ist gut. Die Innenansichtskamerafederung ist aus. Ich werd bekloppt. Ich frage mich, warum das nicht mehr geht. Oh, nee. Oh. Ich mach die vereinfachte Kransteuerung mal aus. Und dann werde ich das gleich nochmal probieren. Ich frag mich, weil ich hab die Federung generell an, aber die Innenansichtsfederung aus. Gut. Dann funktioniert das ja wieder. Sehr schön. Jetzt muss nur noch das mit dem Schild funktionieren. Im Übrigen mache ich doch gerne, Jungs. Ist doch gar kein Problem. Ja, ja. Ja, danke, 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 danke. Aber ich glaube, daran lag das nicht an der vereinfachten Kransteuerung. Es wäre zu einfach. Aber sonst, wir freuen uns. Schauen wir mal, was wird. Wir freuen uns. Was wird? Nee, dann liegt's nicht. Tja. Steckt's nicht drin? Nee. Aber ja, damals zum Beispiel in der DDR, also mein Vater war ja bei der Nationalen Volksarmee, logischerweise. Also, man musste es ja, ne? Ja. Und der war dann Fahrer und der kann, ich glaube, 40 alles. Tonnen CE nicht, aber ansonsten alles. Ja. Wenn wir diesen alten Führerschein. Ja, genau. Diese alten Führerscheine, die beim Bund waren, da hast du alles, ja. Also, über welche die am Motorrad gekriegt haben. So, das ist aber bei ihm jetzt auch schon, ne? Ein paar Monate her. Ja, gut. Ob das da so cool ist, dass man das dann noch alles fahren darf? Nee. Beim Arbeitskollegen von mir, da haben sie bei dieser Umschreibung auf den neuen Führerschein, ja. Haben die einfach ein großes X gemacht, obwohl er tatsächlich nur PKW hatte. Ach, krass. Ja, das war super. Wie? Also, jetzt auch ein Motorrad gekauft. Wie geht das denn? Versehentlich oder was? Ja. Krass. Und versehen. Oh, das ist natürlich geil. Den wird schon nie wieder erneuern. Alter, nee. Super geil. Super ist zwar natürlich auch hardcore, ne? Fährst Motorrad, oh geil. Ich meine, krieg ich mal hin, ne? Aber wenn du dann jetzt LKW und es passiert doch mal was und jemand prüft das mal, dann ist das ja Fahren ohne Führerschein, kein Versicherungsschutz. Das kommt ja drauf an. Also, wie willst du das? Wie willst du das prüfen? Wie willst du quasi in die Führerschein? Das weiß ich nicht, wie tief die Cops das prüfen. Ne? Also gerade sowas da bei sind die Versicherungen also sehr hinterher, dass sie nicht bezahlen müssen, ne? Ja, klar. Dusch. So, und dann prüfen die das mal und gucken in die Akte und da steht auf immer drin, nee, hat er ja gar nicht. Ach du Scheiße. Wird der Fahrlehrer angerufen aus den 60ern. Genau. Moin. Weil die Hupe geht. Ja. Hab ich gehört. Wir spielen gerade auf der Lander Zoom. Versuchen es zumindest. Also ja, ich versuche zumindest. Ich versuche hier Silo vernünftig zu schieben mit einer nicht funktionierenden. Ach, na egal. Draufgeschisse. Also man kann das Schiebeschild halt leider nicht vernünftig bedienen. Das ist gerade so ein bisschen mein Problem. Ja. Aber ansonsten läuft es. Das ist leer. Jetzt will ich mal gucken, ob die Fermentersilage jetzt endlich mal langsam durchgegangen ist hier. 200er Nachgärer. Oh, da hängt immer noch gut was drin. Hier ist es raus. Ich will auch nicht nach, ich muss Fermenter gucken. Ja, es hängt immer noch so viel drin. Scheiße, ey. Krass, Houston, bei ihm das Gleiche, das passiert oft, schreibt er, ist ja heftig. Naja, ich habe das schon öfter gehört, ja. Krass, also ich glaube, ich gehe auch das nächste Mal hin und sage, ey, wir sollen mal erneuern, bitte. Warum ist hier eigentlich der CE nicht, der CE und so alles nicht drin, was ist das? Habe ich da alles vor 60 Jahren gemacht? Ja, vor 60 vor allem.
schwierig. Hier, der nächste. Ehrlich. Dann ist es von Herr Gauner, der Typ an der Führerscheinstelle meinte, kreuz doch mit an. Aha. Leider war da kein Kästchen für Moped. Ja, das würde ich ja auch noch feiern, aber ich hätte dann, ich werde zu ehrlich, ich hätte echt Schiss, was im Versicherungsfall ist, weil jetzt überleg mal, fahren ohne Führerschein, kein Versicherungsschutz, Alter, da warst nicht glücklich. Und dann fährst du irgendwo am besten in den Öltank rein und versorgst das Grundreich. Ja, genau. Entweder das oder Personenschaden. Ja, das, ja, genau. Da wollen wir nicht drüber sprechen, also ja. Das ist ja, aber ey. Ja, ja. Und langt ja auch schon, wenn du mit dem Roller fährst. Klar. Ja. Ach, der Scheiß. Apropos Schiebeschild, wie wär's mit dem Radlader mit Schiebeschild? Müsste doch dann gehen. Könnte man probieren. Bin ich gerade am Bauen, kann ich dir im Winter sagen. Okay. Fahren ohne Führerschein. Houston, das weiß ich nicht. Also habe ich nie gemacht. Ja, klar, jetzt, ja, aber das Fahren ohne Führerschein ist das eine. Das andere ist dann der fehlende Versicherungsschutz. Ja. Und dann der und Fahren ohne Führerschein sind, glaube ich, im alten Bußgeldkatalog, je nachdem, wer dich halt anhält, ne? Ein Fuffi oder so. Ach, im neuen ist das richtig viel. Ja. Das ist richtig eklig. Aber dieses Versicherungsthema ist halt. Ja. Na, da bist du, also da sind sie ganz giftig, zu Recht auch. Ja, ja, klar. Asphaltbegutachter, na, Abend. Wir müssen das rausfinden, wirklich Jungs, wir müssen das rausfinden, das ist nicht auszuhalten. Mit dem Schild? Ja. Das müssen wir bis... Singleplayer auch? Ich glaube ja... Ich weiß es nicht genau, ehrlich gesagt. Das Orange, da gibt es eine Radlader-Konfiguration. Ja, aber das kann nicht permanent so sein. Wir müssen den Fehler beheben. Klar, könnten wir jetzt gucken, dass man das irgendwie anders alles... zusammenfuddeln, aber ich will ja eher die Ursache bekämpft haben. Ja. Weil jetzt würde ich ja das Schild ein bisschen weiter runter machen, ne, ein bisschen mehr schieben und dann wieder ein bisschen hochnehmen. Mal geht's nicht. Na, jetzt nimmst du das ein bisschen hoch. Und dann dippt das ja aber von alleine dann wieder runter. Und dann kommen Kanten ins Silo und ach. Ich weiß da auch nicht. Ich auch nicht. Ne, hier, guck mal, Chat, ne? Das geht hier runter, ich mach gar nichts, ne? Ihr seht ja hier die Hand. Ich mach das hoch. Und dann bipp, geht das wieder runter. Der Dreck! Du noch was gehört? Na. So, wie viel ist denn auf der Fläche jetzt noch? Oh. Sehr gut, dann fahre ich nochmal los. Ich wollte es gerade sagen. Weil es ist erstmal so weit zurechtgeschoben. Boah, das sind noch 8 mindestens. Okay. Yo. Und das ist nur die eine Fläche. Also das kriegen wir noch nicht mal Donnerstag alles eingefangen. Ah, es ist echt... Ja gut, jetzt sind wir aber auch permanent krass unterbesetzt. Ne, es wundert mich aber bei der Sommerzeit jetzt auch nicht. Bei dem Wetter und Co. Ne? Also ich habe heute mal Fudern gezählt. Bin aber nicht so gut im Zählen, deswegen bin ich nur Kfz-ler geworden. Ich habe 16 auf dem Kasten. Was? 16 Ladungen zur BGA. Ja, ne, also wir machen schon Meter, ne? Also ja, das ist schon okay. Und das dann immer 40 Kubik.
Ja, ja, klar. Das ist schon... Ja, das passt schon. Ja. Aber ich sag mal, wir haben ja halt wieder, ne, wie vergangenen Dienstag oder so, ein Häcksler. Ja, klar. Das dann hättest du das anders, wahrscheinlich ja durchgehabt. Mhm. Wo muss ich denn jetzt eigentlich langfahren? Hauptstraße runter, ganz ne? Ganz runter. Ja, ganz runter. Und dann kommt irgendwann auch so ein schmaler Feldweg. Jo. Bestimmt so ein Ast. Boah, ist das warm. Ja, es wird nicht besser, ne? Nö. Aber hier kommt jetzt ab und zu mal so ein laues Lüftchen geweht. Ich bohre hier gleich ein Loch durch, Gott. Was ich bei mir nicht verstehe, ich habe ja nun alle Fenster zu und das eine so angekippt und diese, ja, diese Abdichtung, diese Klettstoff-Dings. Und ja, da sind ein paar Löcher drin, weil ich muss halt über Nacht das Fenster zumachen. Ich kann es ja nicht offen lassen im Büro, ne? Am Ende klettert jemand der Hauswand hoch und dann bist du der Blöde. Spider-Man. Und dann hast du ein paar Löcher drin und es schaffen die Drecksbiester tatsächlich durch die kleinsten Scheißlöcher durch hier nach drin. Ja, na klar. Das ist doch unglaublich, Alter. Und finden denn aber nicht wieder raus. Nee. Da hörst du die ganze Zeit an der Scheibe. Tick, 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 tick. Ja, das höre ich nicht. Ich sehe halt dann immer hinterher nur die Population an der Decke. Das ist so bescheuert. Was macht ihr hier? Verpisst euch! Echt mal. Im... Was wird an... In, ans... Im... Jeffrey, wird über Schilder geschrieben. Was ist das, Jeffrey? Ich kann es nicht lesen. Was im bei Giants wo oder wo? Ja, es wird bestimmt irgendwo eine clevere Lösung stehen. Wir haben uns einfach echt noch überhaupt gar nicht darum gekümmert. Wir haben uns bis jetzt nur aufgeregt. Wir haben uns genau. Wir haben uns nur aufgeregt, super, ja, ohne auch nur ansatzweise irgendwas. Ja, ich glaube, 4 Wochen. Ja. Moin. Moin. Im Forum, wieso wird denn das Wort? Wieso wird ein Forum weggedingst? Ja, okay. Steht da zufällig eine Lösung? Gucci, du warst heute schon mal da, oder? War das ein anderer? Moin. Moin. Ja, oh, bam, badabam. Dede. Bam, badabam. Was kannst du runter muss ich fahren? Scheiße, ja, da kommt der Tunnel. Und nu? Zu weit, vorher, ne? Vorher rechts ab. Bist du jetzt wirklich ganz runtergefahren? Nee, wurde doch gesagt. Nee, Digga. Naja, wurde doch gesagt. Wer hat das denn gesagt? Da müsste so ein Mast stehen. Ich habe gesagt, beim Mast rechts ab auf dem Feldweg. Ah, das habe ich nicht gehört. Fährst du jetzt durch die Rabatten? Das gibt's doch nee, nicht. Nee, ist Wiese hier, das passt. Es wird immer schlimmer. Ist Wiese. Aber was, wie gestern? Ja? Ne? Nee, sag. Du? Nö. Ich? Ja. Gut. Ich habe gestern ein Video gesehen von Mähwerken mit Sensoren, die automatisch abschalten, sobald Leben in der Wiese hockt. Echt? Ja. Das ist geil, aber du brätst ja trotzdem noch drüber, ne? Nee, die Mähwerke fahren auch hoch. So schnell? Also so sah der Schnitt auf jeden Fall aus. Also der ist ausgestiegen, du hast die Sensoren an den Mähwerken gesehen, also hängen vor den Mähwerken quasi. Ja. Auch genauso breit wie das Mähwerk. Und du sahst richtig, wie quasi das Gras dann irgendwann nur noch abgerissen war. Nicht mehr richtig schön abgeschnitten und halt ne, nach oben hinweg. Und da 2 Meter weiter lag ein kleines Rehkitzel. Ach krass, das so weit vorne schon, okay. Ja. Oh, das ist geil. Das ist echt geil. Ja, finde ich auch gut. Echt. Meins war, wahrscheinlich immer noch kein 100%iger Garant in jedem Fall, ne, aber... Ja, keine Ahnung. Und ich meine, das war eine osteuropäische Firma. Samasch? Nee.
Wer stellt denn noch? Also Mähwerke stellen echt viele her irgendwie. Nee, das ging nur um den Sensor. Ach, nur um den Sensor. Ach so. Genau, das waren mehrere Mähwerke, die sie gezeigt haben. Wie Krone von hier Pöttinger und so. Ja, okay. Oh, kann ich nochmal rausholen. Ja, cool. Das ist cool. Ja, echt. Kommt halt drauf an, ne? Was kostet so ein Ding? Kann sich bestimmt nicht jeder leisten. Ja, das kommt auch noch gleich so mehr. Ja, gut. Aber sonst muss der auch einen Jäger holen mit der... Oder selber mit der Thermodrohne da. Ja, bei uns machen das Freiwillige. Mhm. Und oder die Gemeinde mit Drohne. Ja. Eifler Agrar, grüß dich. Er grüßt natürlich auch hier die Kollegen. Skyraid. Moin. Dankeschön für dein Follow. So, was gibt's auf Modab als Prefab? Echt? Cool. Bringt noch nichts, weil hier nie Tiere drin liegen. Die stehen auf und rennen weg und vors Auto. Okay, ich wollte gerade sagen. Och, die Beleuchtung hier bei mir am Johnny. Wirklich brutal. Was wir allerdings für die nächste Getreideernte, ich glaube, das haben wir auch schon auf dem Server, hier dieser Aufsatz, den du hinten an den Drescher dran doktorst. Mhm. Ach, was macht der in der Realität nochmal? Der misst, glaube ich, was misst denn der? Feuchtegehalt oder irgendwas war denn das? Ich glaube, der misst ein Feuchtegehalt oder irgend sowas. Nee. Der sitzt hinten am Häcksler? Ja, nee, am Drescher. Achso, Drescher. Ach Mensch, was macht denn das Gerät? Es gibt doch in der Realität und es steigert halt hier dann im Spiel den Ertrag, weil es simuliert im Prinzip noch irgendeine Überwachung. Vielleicht weiß der Chat das nochmal besser, weil ich bin da nicht so vom Fach. Ja, bestimmt die Feuchtigkeit im Strom. Der hört sich für mich jetzt irgendwie an, als wenn der die Siebe verstellt dadurch, weil er... Das kann sein, dass er das simulieren soll. Wie viel Ausfallgetreide du hast. Ja, das die Verluste, genau. Das mal, also das simuliert das im Prinzip, wenn du es dran machst, also, hast halt mehr Ertrag, weil... Ach, du hast mehr Ertrag. Ja, ne, anders. Dreschen. Okay, genau, mehr genau. Ertrag im Strom. Nee. Na, okay. Und ja, simuliert dann damit die Verluste, das ist echt ganz cool. Okay. Normalerweise schmeißen die ja immer beim Einstellen solche Schalen. Ja, genau. Das ist das. Letztendlich zählen die dann die Körner und gucken, wie viel Verlust dann ist. Und genau das ist das. Die Schale dockst du halt ans Fahrzeug und dann fährst du und hast dann, ne? Ja. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ja, schon geil. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile noch funktioniert, weil das auch schon ein bisschen was älter ist, aber ich wüsste nicht, warum nicht. Ich glaube nicht, dass irgendeine andere Funktion das abgreifen könnte über irgendein Update oder so. Also ich hatte das mal gesehen, dass Jans Kiste das auf jeden Fall macht, also dass der die Siebe automatisch fährt. Ja. Oder dass es da halt Programme für gibt, für das jeweilige Getreide, was du dann da hast. Du musst halt nur so ein bisschen anpassen, wie dein Feldzustand gerade ist. Oder auf deinen Feldzustand anpassen. Aber der wirft trotzdem immer noch Schalen. Mhm. Ja, und zum Einstellen. Ja, wie gesagt, das ist in dem Mod das Gleiche. Das sind auch Schalen. Ja. Nur baust du die dann nicht ab oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Da gab es auch ein Video zu. Das fand ich ganz cool, aber Getreideernte ist ja nun doch nicht so oft. Ja. Leo, moin. Jeffrey Styles. Merlin schreibt, nö, das passt so. Fährt man das Schild mit der Maus, behält es seine Lage. Senkt man es mit V ab, passt es sich dem Silo an. Okay, also müsste man im Silo mal V drücken. Und das Silo, das Schild quasi damit hochsetzen. Also theoretisch. Und dann mit der Maus steuern, gucken, ob es sich wieder absenkt. Interessanter Hinweis. Müsste ich mal... Oh, ich bin voll. Das müsste man mal probieren. Mhm. Es kann natürlich sein, dass man zwischendurch immer mal V gedrückt hat oder irgend sowas.
und er damit diesen Absenkmodus aktiviert hat. Ich bin gespannt, das werde ich gleich probieren. Komm erstmal rauf. Hallo. Ich habe irgendwo meine Bahn, glaube ich, aufgehört. Also nicht fertig, muss mal gucken. Siehst du ja dann. Dankeschön für den Hinweis, Jeffrey. Das müssen wir checken. Da bin ich aber gespannt wie ein Flitzebogen. Na. Ich habe jetzt auch extra so ein kleines Rollköfferchen, so ein Case-Köfferchen, dass du so rollen kannst. Vorher bin ich immer mit der Sportreisetasche. Ich dachte mir aber mittlerweile, das hat keinen Stil mehr. Der alte Völkle-Tasche, die du damals von Aral-Punkten oder so geil. Das hat vielleicht nicht mehr so den Stil. Sag doch Bescheid, Mann, ich kann dir alles besorgen. Nee, habe ich doch jetzt. Gab's neulich irgendwo günstig. Weiß gar nicht mehr, bei welchem Markt das war. Und wenn die Firma halten ist, das ist auch schön. Die waren echt nicht teuer. Let's wieder hier. 6 Louis Vuitton-Taschen. Ah ja, da sehe ich mich ja. Privatchat. Da sehe ich mich ja dran. Nehme ich eine mit, komme mit Kram in die Aldi-Tüte. Zumindest mit so einer Louis Vuitton-Tasche da im Hotel einzuchecken, da sehe ich mich ja. Ja. Unbedingt. Kamen die auch Bauchtaschen? Naja, wunderbar. Ich gucke immer einen YouTube-Channel, der heißt Werner Frankfurt. Ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt. Den kenne ich. Ja, war mir klar, dass du das kennst. Und daher kenne ich diese Bauchtasche. Ich habe sogar meine Freundin, weil ich mir das immer angeguckt habe, hat mir meine Freundin sein Buch geschenkt zum Geburtstag. Lesen wir im Urlaub, ziehe ich das jetzt mal rein. Das ist auch echt ein Original. Das ist ein krasses Original und eine echt spannende Lebensgeschichte. Er wird jetzt auch nicht alles so drinstehen, aber... Nee. Ein Kumpel von mir, der kennt den privat. Ja, logisch, natürlich. Und der hat 10 Jahre in Hamburg gewohnt. Und der kennt auch ein paar Jungs von hier, 187 und so. Mhm. Das sind Typen, ne? Alter, ach, die wirklich? Sind kaputt. Wirklich? Alter, ja, hätte ich gar nicht gedacht. Alter, hätte ich gar nicht gedacht. Das ist so krass. Und du hast echt das Gefühl, dass die in Hamburg gehört. So kommt das auf jeden Fall rüber. Unfassbar. Das ist normal, Asphaltbegutachtung. Das ist Standard. Da kannst du nichts machen. Immer wieder neu suchen. Du kennst aber wirklich auch alles und jeden, ne? Das ist ja wirklich Wahnsinn. Ja, also irgendwie, ja. 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 In allen Bereichen. Ja. Janis, moin. Was fest in der Wagen? Jetzt 36 Kubik, ist ja der gleiche, ne? Ne? Meine Güte, das ist jetzt aber auch nochmal eine Strecke hier. Geht, ne? Ja. Aber das Feld, also... Ist nicht mehr so viel, ne? Zwei Wagen eventuell noch. Ja. Vielleicht auch nur einer. Ich fahre nicht nochmal zurück. Kennst du dich mit dem TM 16.000 aus, wegen der Todzone? Was ist denn deine genaue Frage, Lauser? Was funktioniert denn nicht, weil... Deadzone immer auf Null beim Lenkrad. Immer. Alles andere macht irgendwie... Ich weiß gar nicht, für was man überhaupt eine Deadzone beim Lenkrad, also außer übelst hardcore, heftige, tausende von Euro Lenkräder, da macht vielleicht eine Deadzone-Einstellung irgendwo Sinn, aber bei den Standarddingern, sobald eine Todzone drin ist, hast du halt eben eine Todzone beim Lenken und ich fahre ja kein Amerikaner hier. Ich will ja keine Todzone im Lenkrad. Also keinen alten Chevy oder sowas. Alter. Im LS bewegt sich die Karte mit Joystick von selbst. Ja, Lausa, da guckst du mal bitte das zweite Video meiner Seitenkonsole LV3 auf meinem YouTube-Kanal.
Gar nicht wegen der Seitenkonsole, sondern dort ist dieses Problem beschrieben. Das haben mehrere, wenn du mehrere Eingabegeräte hast, kann das durchaus mal passieren. Und in dem Video zeige ich, wie man das ausklammern kann in einer XML und dann passiert das nicht mehr. Das ist passiert bei der Seitenkonsole, ist mir mal passiert, anderen passiert es bei einem anderen Joystick. Es ist je nachdem. Hat nichts mit dem Gerät selber zu tun. Das bringt auch nichts, eine Dead Zone zu verstellen. Na, da musst du im Prinzip einfach was. Dankeschön. Einfach was ausklammern und dann passt es. Was ist das für ein Johnny? 6R250. Und Marmeladenbrötchen. Aber komplett frisiert, sonst wird der 275 PS nominell. Was ist denn da nur wieder komplett überhaupt frisiert? Nichts tun. So ein Quatsch. Ach, ja. Ein 250er, der zieht schon. Ist das so? Warum hast du denn dann nochmal zurückgegeben? Ja, weil der vorher ein bisschen schlapp gemacht wurde. Ja, ist so. Ihr Birnen. Was für eine Software? Hä? Was ist mit dir? Die Trustmaster Software? Naja, ich weiß es nicht, ob es zu irgendeinem Joystick irgendeine spezielle Software gibt. Ah, okay. Also fürs Lenkrad habe ich auf jeden Fall keine. Nee, das, der TM16000 ist aber auch ein Joystick. Wenn du es so siehst, dann ist, ich glaube, für alles. Also diese ganzen Hardware-Gerätehersteller, die können das alle nicht. Es gibt einen einzigen, gut, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, es gibt vielleicht auch noch ein, zwei andere. Aber es gibt einen Hardware-Hersteller, der das mit der Software und Hardware in Kombination top macht. Und das ist Apple. Das, ja, okay, bin ich dabei. Da bin ich bei dir. Ansonsten, gut, Nvidia hat das auch gut im Griff mittlerweile, ne? Also, ja. Das läuft ja auch super. Ich glaube, bei AMD ist auch besser geworden. Aber was hier Spiele-Dings, Logitech und Co. Also ich sag mal, im Bereich Tastatur-Maus ist es okay. Ich habe da die Logi Plus irgendwas. Da geht das wohl, aber so, ansonsten ist da Logitech zum Beispiel auch ganz schwierig. Auch NZXT nervt mich ultra mit der Cam-Software, die ist auch nicht so geil. Naja, und so weiter und so fort. Ja, was hast denn du für eine Cam von denen? Nein, die Cam-Software, so heißt die CAM, irgendwas, so, okay. Management, blablub, für die AIO. Okay. Selbst so Überwachung und Lüfter, bla, und dies und das. Und ja, ja, ja. Ich stelle mich jetzt hier mal provokant richtig beschissen hin. Habe ich mir gedacht. Man kennt dich. Okay. Nee, er kommt schon noch vorbei, das passt schon. So, jetzt bin ich aber mal hardcore gespannt. Wo gibt's im Dashboards bei Strider IT, also bei dem Anbieter von dem Dashboard, gibt's einen Community-Bereich und dort sind alle, die es gibt, drin. Woanders gibt's keine. Also, V ist scheinbar wohl gedrückt. Ich drücke jetzt V. Dann geht's automatisch runter. Warte mal, ja doch. Ich drücke nochmal V. Es geht immer noch automatisch runter. Also, das macht keinen Unterschied. Überhaupt kein. Leider. Ich drücke nochmal auf der Tastatur V. Jetzt ist es wohl unten. Jetzt drücke ich es nochmal für heben. Jetzt ist es wohl oben. Und das Schild macht sich trotzdem selbstständig. Also nein, Jeffrey, das ist leider in unserem Fall nicht die Lösung. Nun ist halt schwer zu sagen, an was liegt's. Ja, das Symbol im HUD ist gesenkt, aber im F1-Menü müsste ich mich natürlich dazu mal wegmachen. Im F1-Menü siehst du das ganz unten. Schiebeschild senken. V. Jetzt hörst du auch das, was passiert. Jetzt ist es gesenkt. Und wenn ich jetzt wieder V drücke, hörst du wieder das, was passiert. Und das Schiebeschild ist aber immer noch unten. Es hebt sich nicht. Und auch im F1-Menü nicht. Und wenn ich jetzt den Joystick bediene, dann senkt sich es trotzdem von allein wieder ab. Na, vielleicht gehe ich hier mal raus
Ein anderes FOV drin? Ne. Mach's nochmal ab. Und wieder dran. Wisst ihr, mit was das haben wir diesen automatischen Heben-Senken von Schneidwerken drin? Ah, da war's ja nicht, ne? Nee. Das hatte Martin ja schon mal gesagt, dass der das sein könnte. Und dann haben wir aber probiert und der war es auf jeden Fall nicht. Also jetzt hält das Schild erstmal. Ich krieg jetzt auch gar nicht mehr die... Ich krieg's auch gar nicht mehr angezeigt, dass ich es heben oder senken könnte. Das wäre doch schön. Naja, das ist aber... Sonst hält es ja auch immer erstmal. Und es geht wieder runter. Okay. Nee, alles gut, Jeffy. Danke. Ist alles in Ordnung. Kannst du ja auch nichts für. War auf jeden Fall ein Versuch wert und schön, dass du dich damit beschäftigt hast. Ja, genau. Ohne Scheiß jetzt. Dankeschön. Ja. Hätte ja sein können. Absolut ernst gemeint. Ja. Dankeschön für die Follows, Freunde. Na, es ist... Na doch, jetzt hält... Doch, es hält. Aber im Silo, warte mal, ich bin mir gerade unschlüssig. Vielleicht klappt's doch. Na Dirk, was sagst du? Ja, das ist eine gute Frage. Ich warte mal noch einen Moment, bevor du losfährst. Ich glaube, ich krieg alles mit. Okay. Ich muss mal jetzt abwarten, wenn ich eine Bahn drin habe, dann sehe ich ja. Es sind nämlich noch zwei Bahnen und ein bisschen. Oh, zwei Bahnen und ein bisschen ist... Ja, deswegen, weiß ich nicht. Ich muss erstmal eine Bahn fahren, dann sehe ich, wie viel die hat. Also was er einmal... Ich fahr schon mal los. Was er einmal macht, du schiebst den Kram hoch und willst dann, wenn du oben angekommen bist, das Schild runter machen. Oder anders winkeln irgendwie. Oder hoch... Nee, du willst es hoch machen. Dann sackt's einmal kurz ab. Aber es geht dann hoch und bleibt oben. Es ist irgendwie ein bisschen strange. Weird. Ja. Aber da es sind scheint... Da dunkle Mächte im Spiel. Ja. Die Sprüche, Digga. Aber es scheint zu funktionieren. Tatsächlich. Ne, einmal das mit V gemacht, einmal gehoben und dann quasi abgekoppelt wieder ran, um so, wie so ein Reset, ne? Ja, ist doch geil. Ja. Dann kannst du ja jetzt endlich wieder schieben. Oh. Ich glaube, das musst du nochmal sagen, Dirk, der das bestimmt überhört. Ja, was? Dann kannst du ja endlich wieder schieben. Ja, ach so, ich habe. Die Verbindung war so schlecht, konnte das nicht hören. Bjarne, ich glaube, das reicht. Das kriege ich hin. Kriege ich ja auch. Ja, echt? Ja. Ja, wunderbar. Wunderbar. Ja, interessant. Jeffrey, dankeschön. Genau. Perfekt. Mega. Na, perfekt ist es noch nicht. Da ist irgendwie echt noch was komisch im System. Aber ja, so gesehen, sehr cool. Danke. Das ist schon mal ein Riesenfortschritt. Sind immer noch so ein bisschen Kanten drin. Also ganz... Ja, das liegt aber an dir. Das will ich nicht ausschließen. Ich auch nicht. Aber wie wir das auf 100% kriegen? Ja, easy. Guck mal, jetzt ging es jetzt wieder von alleine runter. Ja, es geht wieder von alleine runter. Nee, das ist es auch nicht. Das ist immer, ich sag's euch, wie es ist. Das ist immer dann, wenn man den Winkel des Schildes ändert. Das mag der gar nicht. Und dann geht das Ding wieder runter. Immer, wenn man den Winkel ändert. Wenn ich das jetzt so bewege... Kein Problem, aber ändere ich dann noch den Winkel beim Schieben,
Was ja manchmal ganz cool ist. Dann gerade Malheur. Also, was kann das sein? Winkel verändern? Haben wir da irgendein Skript? Ich hab keine Ahnung. Aber was ihr jetzt tatsächlich mal machen könnt, oder der eine Wagen, der noch kommt, oder wie viel, wirklich mal rückwärts dann tatsächlich mal links an der Silowand, oder wenn ihr rückwärts fahrt, rechts an der Silowand mal ran. Also ich komme jetzt noch mit einem Wagen mit 69% ja. drin. Die Fläche ist auch durch jetzt. Ja. Dann hake ich die gleich mal noch ab. Na, ich blink schon mal, dass er weiß hier, welche... Klingt er jetzt auch richtig? Natürlich, nee, natürlich nicht so. Ja. Dann weißt du schon mal, welche ich meine. Oh, jetzt muss ich schon wieder akut pinkeln, ne? Das ist ja unglaublich, das kommt auch schon wieder angeschossen. So, ja, ich geh auch mal in die Düsen, ne? Welche Fläche war das jetzt? Jo, mach das. 69? 230, glaube ich. 220? 220. Auch also bei uns ist hier richtig gerade am Regnen. Aber so richtig, richtig. Aber das ist geil, ich liebe das. Ja. Oh, jetzt sind knallen hier die Türen. Irgendwas oh, passt hier gerade nicht. Da geh mal gucken. Ah, das kommt, weil die Fenster hier überall aufhaben. Na, dann mach mal zu, Mensch. Dirk, mach doch mal was. Ja, warum denn? Warte mal gerade, die Frau ruft. Ich komme. Ja, Moment. Ja. Moin, Henry. So, dann lassen Sie mich alle alleine, Chat. Ich darf mich mehr. Ich darf mich hier allein mit dem Silo rumärgern. Tja, was machen wir denn eigentlich? Meine Cam ist aus. Ach so, ja, meine Cam ist aus. Stimmt. Wollen wir wieder anmachen, ne? Immerhin, sind wir jetzt schon mal bei 91% Verdichtung. Was macht denn der? Der entlädt das Schild auch wieder, ne? Keine Angst, wir sind ja noch da, ja. Ist das vielleicht so hier winkeln? Ich will nicht, dass der das, dass das Schild überhaupt aufnimmt. Kann ich das nicht irgendwie verhindern? Ah, immer wieder macht er so eine Kante da rum. Ich krieg die Krise. Ist da nicht wahr. Bei mir ist Gewitter. Mitte Niedersachsen. Ja, mal gucken. Also mir zeigt hier, das finde ich immer übelst cool an Windows 11. Zeigt immer an hier, wie das Wetter ist und so. Und das haut eigentlich immer gut hin. Ich weiß gar nicht, ob das muss sich wahrscheinlich... Ja. An Wetter Online bedienen oder so, weil Wetter Online ist dahingehend immer echt gut. Ja. Oh, da knallt's bei Dirk, der Junge, Junge. Schiebeschild für Radlader. Ich will aber nicht mit dem Radlader schieben. So. Ah, hat's ein bisschen reingerechnet. Echt. So eine Tonne Kloppen hier. Wer sich das hat einfallen lassen? Wie willst du denn so ein Silo vernünftig machen? Wie? Ja. Du weißt ja auch, warum ich nicht mehr schiebe. Da wäre ich schon mehr als explodiert. Du kannst, du kannst es ja einfach nicht handeln. Nee. Es geht ja nicht, weil wenn das Schild völlig unwillkürlich oder willkürlich, wie auch immer man es möchte, auf einmal irgendwo eine Kante reindonnert, ich habe alle Kransteuerung draußen. Alles, was... Ich habe alles draußen. Und trotzdem macht er irgendeinen Scheiß. Nur Unterlenker heben, senken und heben, senken 2. Alter, wo bin ich denn jetzt hingefahren? Es ist aber... Ja, wir haben es ja gleich geschafft, ne?
Ah. Oh, ja, das kannst du auch keinem erzählen. Ich muss erst mal Donnerstag gucken. Ich glaube, ich habe diesen Donnerstag Elternratssitzung. Mal gucken, dass ich das überhaupt pünktlich schaffe dann. Oder mir brummt dann wieder der Kopf und ich lass ausfallen. Das kann auch passieren. Ja, lass ausfallen. Chef, ich schreibe die Lösung, habe ich noch gefunden. Jetzt bin ich gespannt. Dankeschön, dass du auf jeden Fall das Internet durchforstest. Weil wir dafür zu faul sind. Ja, beste. Aber also ich bin jetzt wirklich so getriggert, ich will das jetzt auch rausfinden. Ich habe, mein Problem ist halt noch echte Zeit. Ich könnte mich morgen Abend, wenn der Lütte pennt, die Seite, Seitensonde geht, die Input-Bindings. Sucht nach Eintrag, Axis, nehmt Axis, Hydraulik, Attacher, Category, Vehicle Key, das ist dann nur der, das ist doch die Hydraulik. Das ist doch ganz normal, das was ich jetzt hier mache, das was du beschreibst, ist die Mausbewegung, die ich jetzt hier mache. Die soll er ja auch machen. Ja, moin. Visible True, Mouse Invert True. Den löscht ihr komplett und fügt folgendes ein: Access Name, Access Hydraulic, Attacher, Category Vehicle, Key 1, Car. Aha. K4, Button. Mouse Invert. Aber das sind doch. Key 1 ist Key J und N. Über J und N steuere ich das Schild auch. Das ist korrekt. Achso, was dort beschrieben wird, ist, dass J und N und sämtliche Maus-Geschichten rausgelöscht werden und ersetzt wird lediglich mit Key 1 K. Aber K, was soll das sein? Das ist ja hoch und runter. Dann nur, oder wie? Das verstehe ich nicht so richtig, was das bewirken soll. Also wenn ich mir diesen Befehl da durchlese, verstehe ich es nicht so richtig. BMW WE 46 Grüße. Bist du das, Bjarne, mit deinem zweiten Account? Nee. Ja. Also J und N alles rauslöschen, dann geht J und N nicht mehr und die Maus Button Left. Maus Button Left. Eigentlich nur Maus Button Left. Er löscht die Standarte und ersetzt sie. Ja, mit was denn? Er ersetzt sie mit K. In seinem Fall. Was macht denn K? K macht ja nichts. Was man aber durchaus machen könnte, ist die Maussteuerung zu killen und das dann nur auf dem Controller zu haben und zu gucken, ob das einen Unterschied macht. So, der Taco hat das Problem auch und er zockt mit dem PS4-Controller. Ja, das wird immer dann ein Problem sein, wenn du mit einem Controller spielst. Ich denke, ohne Controller, nur mit Maus und Lenkrad, wird das sicherlich nicht das Problem geben. Sag mal eben, wie das Schild heißt. Das ist Holaris, das Holaris Standardschild halt. Ja. Das ist ja nicht mal irgendein besonderes. Aber es kann natürlich die gleiche Thematik sein, Dirk. Doch das kann schon sein, was Jeffrey schreibt. Die gleiche Thematik, die ich in der Seitenkonsole hatte mit, wenn du auf der Karte bist. Ja. Dann habe ich ja einfach in der XML gesagt, nee, du, liebes Spiel, guckst nicht auf diese Belegung, die kennst du jetzt nicht mehr. Ja. Und genau das gleiche wird ja dort im Prinzip auch beschrieben. Also müsste man diesen Eintrag der Hydraulik-Attacher finden und abblocken. Die Frage ist, dann hat der andere ein Key 1K gesetzt, weil er dafür K genommen hat. Man müsste dann probieren, ob es mit dem Joystick-Befehl oder mit den Joystick-Eingaben noch funktioniert. Hier, ja, jetzt mittlerweile ist, ja... Wohin? Naja, dort hier in deine linke Ecke, da wo du jetzt drauf guckst. Also rückwärts da rein, so wie vorhin. Ja, rückwärts rein und jetzt von dir aus gesehen quasi in die rechte Außenwand. Also rückwärts gesehen quasi. Jetzt nicht die linke, die zur Anlage steht, sondern die zum zweiten Keilsilo rüber steht. Außerdem ist dein Frontgewicht aber sowas von am Boden. Ich sehe es gerade. Aber gut, das ist der Ansatz. Nochmal in die Input Bindings rein und das killen. Ich bin jetzt in der XML ja. Von dem Schild. Ja.
Hier steht folgender Eintrag: It's moving allowed to. Da haben wir's. Wie heißt das? It's moving. Na, das ist doch der, dass du mit dem Schild beim Zurückfahren das Ganze glatt ziehen kannst. Das müsste Smoothing sein. Ja, denke ich auch. Okay. Es müsste noch irgendwas anderes da drin geben. Wenn nicht, dann da weiß ich auch nicht. Also, wie kann es ja in diesem Schild auch gar nicht geben? Leveler-Effekt. Hoch, runter, kippen, einklappen, ausklappen, smoothen, das war's. Leveler-Funktion noch. Ja. Und dann das Ende. Ich denke, man kriegt das über die Input-Binding möglicherweise hin. Upsala. Naja, 92% verdichtet. Wenn wir dann vielleicht noch eine Walze holen oder so, kriegt man das schon hin. Wir brauchen einfach noch mehr Material, um das reinzuschieben. Im Prinzip. Aber ich habe jetzt einen Ansatz, den ich dann mal probieren will. Ja. Fight Resism. So, denn ich habe mal Feierabend gemacht in Shia. Mach gerade den letzten Schnitt Gras. Im Schlüter, sag mal, mir wünsche noch einen schönen Stream und hoffentlich eine Lösung für die Schildthematik. Danke dir. Ja, gute Nacht. Ja, da hoffe ich mir eben auch mal eine Lösung. Aber ich denke, das ist das Gleiche. Ich denke, das ist das Gleiche wie mit der Thematik, wie mit der Karte. Mario, danke schön für dein Raid und es ist warm, es ist spät. Und herzlich willkommen, liebe Hirsch-infizierten Anhänger von Mario. Ich mache aber auch gleich Schluss, ne? Nicht, dass ihr denkt, hier gibt es noch großen Content. Im Prinzip ärgere ich mich nur die ganze Zeit, dass das Schiebeschild von allein wieder runtergeht. Vielleicht weiß ja jemand von den Hirschleuten, warum das so ist und wie man das ausmachen kann. Aber ja, mehr mache ich jetzt hier auch nicht. Guten Abend, guten Abend, guten Abend. Schöne Grüße aus der Sommerpause. Bist du in die Sommerpause gegangen? So was gibt's bei dir, Mario. Das ist ja unglaublich. So wird's nichts mit dem Profitum. Nee, Spaß. Ich werde mich jetzt hier ausklinken und alles ausmachen, weil hier fängt's jetzt gerade richtig schön an. Mach das. Oh, ich bin schon mal vom Server runter. Tschüssi. So, dann würde ich sagen, liebe Leute, bis Donnerstag. Bis Donnerstag. Macht's gut, ciao. Tschüss. Ich mache meine Sommerpause nach der FarmCon geht's bei mir in Urlaub. Ja, ich mache jetzt Sommerpause bis Donnerstag. Ja, mach das, mein Lieber. Reingehauen, tschüss. Ja, gut, dann speichere ich mal. Also vielleicht, nochmal, vielleicht hat ja jemand von euch auch das Problem. Schiebeschild, über Hydraulik heben, senken, ankippen und so, ne? Du fährst rein ins Silo, kippst das Schild an und dann geht er von alleine runter. Immer wieder, egal ob du es dann hoch machst, er geht von alleine wieder runter. Wir wissen noch nicht so richtig, manche Leute sagen, yo, das ist Vanilla, das Problem. Manche Leute sagen, die haben das Problem nicht. Ich vermute mittlerweile, dass es eine Einstellgeschichte ist mit den ganzen Controllern, die man so hat. Weil ich das Problem auch mit der Seitenkonsole hatte. Auf der Karte, wenn man auf die Karte ist, das automatisch immer nach oben oder nach unten gegangen ist. Ne? Dann habe ich quasi diese Belegung ausgeklammert und ich glaube, das gleiche müsste ich für die Attacher machen. Und dann, ja, aber ich weiß nicht, also das Problem hat echt nicht jeder, es ist merkwürdig. So wie einiges im LS-Universum, Freunde. Liebe Ankatzuschauer, euch bedanke ich, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, euch wünsche ich noch einen schönen Tag. Daumen und Abo da lassen. Bis zum nächsten Mal.